Gruppe zu kämpfen als mit den Leuten rundherum. Aber das Gute ist, dass bei Remo die Zeiten auch so extrem einbrechen. Bei uns allen. Extrem? Was für extrem? Ja, ja, doch, doch. Ach, ja, du willst den letzten ein, zwei wegen Boxershop einstellen und Mapping 8, ja. Nee, nee, alles gut. Aber du bist halt trotzdem eine Sekunde langsamer als am Start, das meine Stimme. Alles gut. Du bist übrigens im Discord entmuted, Remo. Ich weiß, ja. Ah, okay. Ist bewusst. Error, schön, dass du eine 10K-Badge erreicht hast. Dankeschön für 10.000 Bits, Junge. Wir haben 10 Grad auf der Strecke. Wer hat jetzt als nächstes? Ich. Wir sind alle, Michel, im Aber. Discord. Du musst hier im Teamspeak reden. Das sind sich mal wieder eine freie Runde. Hey, ich bin gerade los. Wo soll ich jetzt reden? Im Discord. Der steht doch gerade im Discord. Ja, und im Teamspeak. Und im Teamspeak. Ah, okay, perfekt. Kann man nur nicht gezündet, oder? Nee, ich muss mal beim Streamdeck, ich muss das dann auf Streamdeck legen, die Tasten, dass ich sehe, wann ich das aktiviert habe und wann ich das deaktiviert habe. Hab ich auch, das kann ich dir nur empfehlen. Das mache ich morgen. Das ist mega. Ich kann dir auch noch ein paar Icons dazu schicken, wenn du möchtest. Ich will alles, was du hast. Was? Ich nehme alles, was du hast für Streamdeck. Ey, diskreditier mich mal hier nicht. Hey, hey, hey. Ich hab mit dir geflirtet. Ich hab mit dir geflirtet, Michael. Fahr ich jetzt eigentlich heute nochmal oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Doch, du fährst noch. Ja? Mit der Hand überraus. In der Theorie hast du und Michel noch einen Stint offen nach Ara. Genau. Damit die da reingefahren ist. Okay. Wie viele Runden hast du jetzt noch? Oh, Loi, das freut mich. Kommt doch gar nicht hin. Michel? Michel? Ja. Deine Theorie von einer Sekunde langsamer kann ich nicht ganz bestätigen. Das sind aktuell wieder 7/10. Das war auch schon vor. Ja, es Malheur ist doch vollkommen Bums. Die Reifen brechen ein. Nee. Ja. Hast du deine Luftdrücke noch okay? Nee, hinten reicht es schon lange verschwunden. Zu viel Curbs, aber sonst, ja. Das ist die NGK-Schikane. Ja, ja. Da muss ich sehen, am Anfang zu viel und zu aggressiv genommen haben. Also ich hatte halt vor uns auf drei Reifen 26,5. Das vor sich hinauf, scheiße. Nee, ich habe jetzt überall 27,6, außer eben hinten rechts, da ist 26,7. Na, Reifen habe ich ein bisschen stark gebimst. Vielleicht, Black Sora, solltest du auch einfach mal den Schnabel halten? Du musst das Auto ja nicht fahren. Man muss das ja loswerden, damit man nicht sauer wird. Verstehst du mich mal? Was geht zu hören? Dizemo, Dizemo, Dizema. Guten Abend, Dizelo. Copy. Copy. Das würde ich ein anderes sagen. Nee? Nee! Sonst gibt's heute Abend kein Abendbrot. El Pablo, guck mal bitte bei Dan Suzuki auf dem YouTube-Kanal. Der hat ein Video dazu gemacht, wie man ohne Nvidia Surround ACC auf drei Bildschirme kriegt. Hoppe. Weg da. Komm, putz. Oh. Ja, gehen wir mal fix auf Toilette. Jo, mach mal. Leg mich am Sack, Hoppe. Ich verstehe es nicht. Was ist in deren Köpfen? Dizzy Ass Chat, Dizzy Ass. Wenn du doch nach der NGK-Schikane vom Gas gehst, ist die Chance, dass ich dich SpaceX-mäßig irgendwo hinschicke, exorbitant groß.
Macht's vorher oder nach der Kehre oder in die Kehre, aber nicht direkt nach der NGK-Schikane. Hört auf mit dem Scheiß. Ich verstehe jetzt bloß nicht, warum. Ich verstehe jetzt halt bloß nicht, warum das nicht Kursenbeck war. Das Hoppe ist. Was? Hoppe-Effekt, Alter. Aber das ist das Kursenbecker Auto. Ah. Oh. Oh. Mhm. Oh, ja, der, der. Oh. 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 Alles gut? Oh. Ja, okay. Schon. Wir kommunizieren gerade Geheimsprache. I see, I see. Ja. Das ist die geheime Gagball-Sprache. Die geheime Gagball-Sprache, ja. Das Emote muss ich auch noch machen, das Gagball-Emote. Ja, übrigens, Chat, es gibt ja halt noch, ich habe ja nur 5 Emote-Steckplätze und ich musste halt das Gagball-Emote für Tier 2 freischalten. Es tut mir wirklich leid. Also wir werden es selten hier sehen, aber für die, die ein Tier 2 Sub haben, die können es verwenden. Wollte ich bloß nochmal angesprochen haben. Ich meine, wisst ihr, September 20%, da kann man schon mal Tier 2, was? Hm? So, Dreh. Baby. Okay. Ja, ein bisschen nur am Beten, weißt du? Nur am Reinbeten. Machst du mich damit unbeliebt? Ich hab keine Ahnung, dann hörst du damit auf. Nee. Ich glaube nicht. Also bei mir nicht. Ich find's witzig. Absolut nicht, Michel. Baiten kann der Mann schon mal gut. Das wird mal ein großer Streamer, ich sag's euch. Wenn er mal aufhört, diese komische Schwitzrennen zu fahren mit komischen Regeln, wo 10 Mann irgendwie vor der Ziellinie stehen, weil keiner rüberfahren will. Top, Top Racing, by the way, Chad. Top Racing. Also Vexus, daraufhin, dass du ja jetzt mittlerweile, glaube ich, schon um die 4-5 Stunden mit dabei bist, kann der Content ja nicht so schlecht sein. Was hat Vexus geschrieben? Oder? Was hat Vexus geschrieben? Guter Content wäre ein guter Bait für Tier 2. Hm, würde ich bannen. Nee, Vexus ist ein guter. Alles gut. Ich weiß, er mir das meint. Ja, ich weiß. Dann schreibt er nämlich hier ein bisschen mehr. Achso. Der notiert immer sehr viel. Aha, aha, aha. Also ich glaube, der ist der, der das Pinku Note bis jetzt am meisten benutzt hat. Bei mir schreiben nicht so viele Leute, ehrlich gesagt. Bei mir wird nur gewickelt. Das sieht nach hinten aus. Zu sehr viel Platz. Was meinst du, Remo? Sieht's nach hinten Danke aus? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne... David, falscher Kanal. Viertelrunde. David, dankeschön für Tier 2, aber bei mir gibt's kein Deck, kein Gagball. Dankeschön, David. Aber ich mach noch Tier 2 und 3 Emotion. Ich muss die 10 Slots noch ausnutzen. So, nach hinten sind's 19,5 Sekunden. Doblerone, erstens, das Rennen hat heute erst um 15 Uhr angefangen. Zweitens ist der Server gecrashed. Und nach dem Server-Crash haben sie da sich entschlossen, 9 Stunden das Rennen noch laufen zu lassen, was dazu führt, dass wir jetzt bis 3:30 das Rennen fahren. Also es ist im Grunde genommen eine halbe Stunde länger als geplant. Ja. Und es also nicht ganz so wild. Also ich hab Bock. Hype, 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 Hype. Ey, ich muss morgen unbedingt die anderen Emotes hochladen. Das triggert mich übelst, dass das Pingu-Cake weh keine Augenbrauen hat. Ich glaube, ich lasse morgen gleich. Ich gebe mal nochmal 10 in Auftrag morgen gleich.
B-Ray 40 freuen. Goldene Nase verdient. Ich meine, der macht ja auch Transitions. Ich glaube, ich werde mal noch eine Transition machen lassen, eine schöne. Du hast ja gar keine Transition. Nee, wofür auch? Ich finde das eigentlich ganz, ich finde das eigentlich ganz cool. Die, die ich jetzt drin habe, die habe ich halt selber gemacht. Ich habe keine Restoration damit. Habe ich früher mal gehabt, fand ich immer nicht so cool. Was denn, warum, also warum benutzt ihr denn heute das Wort Mimimi so häufig? Wer Mimimi denn? Ist mir was entgangen. Bist du halt Federn, oder? Fibrid, das gibt's auch hauseigen jetzt hier. Mimimi Michel. Hä, wieso denn? Ich mach doch gar nicht Mimimi. Ja, ja, also... Also weißt du, dass ich das Auto so ab 8 schliere, das geht nicht mehr so gut, nicht wie ich bin. Naja gut, das war so, so Berliner Sächsisch. Echt verstörend. Da hörst du bloß im Winter, echt verstörend. Autosound schlecht, Setup schlecht, hätte euer Setup besser machen können? Hä? Auto ist doch nicht schlecht? Na, das meint er, das, ja, er meint das jetzt, weil ich das vor uns gesagt habe, mit dem Setup nehme ich an. Ach so. Ja, Michel ist halt heute eine kleine Mimose. Ist auch okay. Man kann nicht immer, wisst ihr, man kann nicht immer 100% haben, das geht nicht, Chat. Das geht einfach nicht. Manchmal ist halt einfach... Manchmal ist einfach der Film, weiß ich nicht wohl. Da scheiße halt einfach Spritz. Da, was ist denn heute mit Lisa los? Die hat mir schon seit um 9 nicht geschrieben. Kein Bock mehr auf dich, hat 9. Der nee, einkaufen die wird, geht. Die wird bestimmt einen Arsch voll Arbeit haben. Three laps. Copy. Ich wollte sagen, ist Ava überhaupt noch da? Ja, anwesend. He's on pure focus. He's preparing for another stint into the night. While it's fucking cold outside. Was, Alter. Was redest du da gerade? Ohne Scheiß. Bist du komplett auf dem Film oder was, Remo? Ich glaube, er macht gerade Sir Foch nach. Nee, der redet anders. Müsst ihr Nase zuhalten. Nase zu halten? Oh man, why is he fucking flashing me so much, man? Man, three laps to go until I come. Nee, du kannst das nicht. Nehm euch auf. Okay. Könnt ihr mal generell aufhören, währenddessen ich in diesem Stream ein anderes Streamer zu verarschen, ihr Penner? Wir verarschen den nicht, wir verehren den. Hochachtungsvoll. Ey, der hat für ganz viel Bibliothek gespielt. Ehrenmann. Das stimmt. Oh, das wird schwierig mit einer Energy rein. Ja, wie ich hab hier? Keine Energy. Achso, du hast keine Energy? Also keine Energy Drink oder so ein Kram habe ich nicht. Ich hab mir Kaffee gemacht. Habe ich auch nicht im Haus. Kann mir höchstens schwarzen Tee machen. Wait, was hast du nicht im Haus? Ich habe keinen Kaffee im Haus, weil ich kein Kaffeetrinker bin. What the heck? Also ich kann... Aber ich bin auf deiner Seite. Ich kann frühs nicht ohne Kaffee aus dem Haus. Das geht gar nicht. Ich lebe auch ein komplett kaffeeloses Leben. Ich persönlich mag den Geschmack nicht. Ich mag den Geschmack nicht und ich trinke den, wenn, dann höchstens zur Wirkung. Und dann muss wirklich aber auch auf Arbeit muss ich dann wirklich tot sein, bevor ich dann eintrinke. Nee, da könnte ich mir lieber eine Line Koks, die ballert mir. Wie bitte?
Huch, konnte das gerade akustisch nicht lesen. Ja, du, ne, einmal recht. Ich trinke auch keinen Kaffee. Also nicht wirklich. Aber jetzt kommt der erste schon mit dem Chuck Norris Witz um die Ecke. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wirklich wild. Bei Chuck Kaffee Norris. Hört der Spaß auf. Chuck ist Norris so. ist kein Honig. Er kaut Bean. Kaffeetrinker sind so ein richtiger elitärer Verein. Das ist richtig krass. Und komm bloß nicht auf den Gedanken, dass du keinen Kaffee trinkst. Die Modedroge Kaffee. Kaffee ist in gesunden Dosen sogar gesund. Gesunden Dosen, okay, vergesst, was ich gesagt habe. So, in gesunden Dosen ist es erst gesund. I'm really proud of you. Hätte ich nicht gedacht. Five Fat Michel. Dizzy 5 Fat, Junge. Das kommt halt wieder in Zitate-Channel. Dizzy 5 Fat. Ja, wäre ein Kandidat, ne? Box, box, box. Box, box, box. Aber, ja, ich hab keinen Kopf. Loi, wenn ich zeige, ja, ich fühle mich nicht bestätigt. Danke. Aber in. Oh lol, es sind nur noch 30 Teams dabei. Oh. Ja, guck mal auf die Uhr. Die meisten fahren nicht bis zum Ende. Kannst vergessen. Da werden noch mehr, stellen noch mehr ab. Wir gehören nicht dazu. Nee, never surrender, never give up. Ich habe keine Ahnung, wie die schmecken, Don. Ja, pff. Also Kaffee ist halt Kaffee. Ich trinke halt auch keinen. Ich finde das immer so krass, wie Leute davon schon so unfassbar abhängig sind, dass sie nicht mal aus dem Haus gehen können ohne Kaffee. Nee, das geht halt nicht. Ich brauche frühs meine Tasse Kaffee. Punkt. Ja, trink einen halben Liter Wasser und dann bist du auch fit. Es geht doch nicht ums Fit. Das ist einfach, ich brauche das halt frühs als Geschmack. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich mache da ja keinen Zucker oder irgendwas rein. Da könnte ich mir erstmal eine Zigarette. Da kommt nur ein Schluck Milch rein und dann ist gut. Aber was wirklich morgens geil ist, aufstehen, erstmal zwischen 0,8 und 1 Liter Wasser trinken. Nee, kacken muss ich immer erst zwischen 9 und 10. Ja gut, das stimmt. Ich mach das auch immer auf Arbeit. Hat zwei Vorteile. Du musst in der Zeit nicht arbeiten und du sparst Wasser. Und die Klorolle. So, ich mute mich mal hier im Discord. Und, ja. Oder ja, kacken während des Kaffees. Die Hard. 5 Raiders von Stuhlsen? Wow. Mike, vielen Dank, Stuhlmann. Wie ist es bei euch gelaufen? Entschuldigung, kannst du bitte aufhören, mit Stuhlsen zu reden? Stuhlsen ist Verräter. Ne, Stuhlsen ist mein Freund. Wer bei dir alles dein Freund ist, weißt du, noch nicht mal im realen Leben gesehen oder hohe 5 gegeben, aber hier ist schon bester Kumpel oder was? Reden wir da in Hütte, wie ich einmal hier im Teamspeak, damit ich weiß, wann ich Gas geben soll. Jo, ich werde das Fahrzeug auch einstellen. Jo. Ich habe online hohe 5 gegeben. Oder zumindest versuchen. Also trotzdem halte ich bereit, um das Fahrzeug gegebenenfalls einstellen zu können, aber einfach mal full throttle, 15 Sekunden. Copy. Ja, Mestrogon, ist halt so, ne? Den. Was für Räder? 5, 4, 3, 2, 1. Ist wieder aus? Nee, doch nicht. Perfekt. Good run. Danke. Ja, ich wollte mit Zentren nächstes Wochenende ein Rennen fahren. Da hat er mir gesagt, dass er mit irgendwem vom Yeet fährt. Toll. Ja, dann ist er aber Stuhlsen nicht der Verräter. Oder verstehe ich da jetzt Stuhlsen das falsch? Stuhlsen ist ja wohl bitte mal der Teamchef von Yeet. Das sagt er. Zentren gejoinkt, ja. Richtig. In Wirklichkeit sieht das nämlich anders aus. In Wirklichkeit sieht das anders aus? Ja. In Wirklichkeit verteilt nämlich Forschur die Schokolade. Ich weiß
ist mir egal. Ihr sitzt so viel im Discord und schwafelt so viel Scheiße immer. Ich sehe da nicht durch. Macht, was ihr wollt. Ich werd mir ein neues Ziehbaby suchen. Kein Problem. In Wirklichkeit ist Xander der Leader von Yeet. Der neue, ja. Marty DK, danke für dein Raid. Lupo Freibier, er hat auch die 6er Reifen bekommen. Das ist dann nur ein Anzeigefehler. Keine Angst. Kaffee aus gesunden Dosen. Maga, ich trinke keinen Kaffee. Ich brauche das nicht. Ja. Wie ist denn bei euch jetzt gelaufen, Stuhlmann? Eingeplankt. Gute Nacht, Martin. Schlaf gut. In eine Wand sind sie gefahren. Oh, Rennen war nicht so gut. Warum war das Rennen nicht so gut? Bremspedale ausgefallen oder was passiert? Jetzt kommt bestimmt gleich wieder Pepo Smash von Stulsen. Ich würde mal kurz mal ordentlich Wasser nachtanken gehen und eine smoken. Ja, mach das. Tada. Bin gleich wieder da. Ich hab's im Blick, wenn was wäre. Bis gleich. Bis gleich. Leck mich am Arsch. Ich bin vorhin aufgewacht und dachte, es ist 8 am Sonntag. Na klar, Sorge, du hast den ganzen Samstag bis um 8 am Nachmittag Sorge auf Sonntag durchgeschlafen. Ganz klar. War gutes Delirium, würde ich sagen. Sorge, guten Morgen, ne? So, MK, ich hoffe, du bist beruhigt. HMU Racing, hi. Habe ich dich hier schon mal gelesen? Oh. Kommt bestimmt von Martin, oder? Michel, aufmerksamer Streamer. Merkt sich, wenn neue Zuschauer da sind. Schön. Ja, ja, er ist wirklich neu. Er hat hier noch nie geschrieben. Hast du das gesehen? Ja. Mensch, Olli! Altes Haus! Arbeit vorbei, bist du durch? Alarm! Nee, ich hab die nach oben geschoben, Vexus. Danke für 150, Olli. Hab die nach oben geschoben, dass ihr meinen geilen Unterschenkel nicht seht. Ja, hallo? Ah, jetzt. Nee, das sind nicht die neuen. Das sind die alten. Meine neuen sind hier unten. Ich hab einfach die Sohlen gewechselt. Die Anlegesohlen. Olli hat schon gut reingeorgelt. Kommst du da noch rum auf den Korn vielleicht? Wie kann man so hyperaktiv wie Michel sein? Michel hat sich gerade einen Kaffee reingedonnert, du. Das ist einfach. Wieso bin ich denn jetzt hyperaktiv? Na, weil jetzt hast du wieder gute Laune, ist doch schön. Jetzt ziehst du mich an einem Strang und ziehst das Team wieder aus dem Dreck. Ha. Ha. Soll ich noch einen Kaffee trinken? Danke an euch. Dann wird's richtig wild. Dann wird's richtig wild. Ich bin tschüss raus. Peace, Schubidu. Error 404 Team Mode Found gifted A Tier 1 Sub to Disposable Rino. Also Stäbchen sind das nicht weg, so. Du, wer hier irgendwie noch in der Box muss oder nicht, das wissen wir alle nicht mehr, du. Das ist alles, das Rennen ist einfach verwirrend. Ich glaube, heute kann man sagen, wir haben einfach dran teilgenommen. Das Ergebnis werden wir am Ende rausfinden. Ich habe total den Überblick verloren, weil wir haben kein Pitwall. Alle fahren irgendwie anders und hin und her. I don't know. Wir fahren heute einfach. Ich glaube, das. Mach weiter.
Nee, jetzt mach du. Also wir fahren am... Du, Alter! Okay, jetzt ist es wirklich. Mach jetzt. So, wer jetzt? Knipser? Ah ja, grätsch nicht dazwischen. Ich trinke keinen Red Bull mehr. Also ich trinke keinen Energy mehr. Weil das extrem ungesund ist, das Zeug. Aber Kaffee saufen ist nicht ungesund. Oh, okay, warte, Entschuldigung, was? Kaffee ist in gesunden Dosen gesund. Na klar. Du darfst natürlich jetzt keine 3 Liter Kaffee am Tag trinken. Ich trinke früh eine Tasse Kaffee und das war's für den ganzen Tag. Ist ja nicht so, dass ich mir da jetzt hier so eine ganze Kanne reinorgle. Nein. Mestrogon, du willst nicht mit mir. Du willst mich nicht als Arbeitskollegen haben. Glaub mal. Die anderen sind froh, wenn ich nicht da bin. Warum? Weil Schadenfreude wird bei mir ganz groß geschrieben. Oh ja. Ich bin der richtige Arschloch, ohne Scheiß. Also auf Arbeit, du willst nicht mit mir zusammenarbeiten. Wenn, es ist zwar immer lustig, weil man da richtig schön viel Scheiße erzählen kann, aber wehe, dir passiert irgendwas und du verreißt irgendwas, dann ist aber Game Over. Weil das merke ich mir alles. Ja, Wexo ist, weil die Öffnungszeiten bis 16 Uhr einfach nur dumm sind. Da kommt kein Mensch mehr. Und wenn was kommt, dann kommen nur solche Selberschrauber, die irgendeine Schraube abgerissen haben und die dann geholfen werden wollen. Nice ist Deutsch, aber ist halt so, wie es ist. Nee, Lehrling ist erstes Lehrjahr, da muss Samstag nicht arbeiten. Ich glaube, ab 18 dürfen die Samstag arbeiten. Wo denkst du hin, Flo, sag mal? Ich glaube schon, Spikey. Das stimmt sogar. Ne, im zweiten. Ne, warte mal. Ach, ich hab keine Ahnung. Mit 16 fängst du, glaube ich, an. Wow. Ist, aber. Verdammt, ich fahr doch gar nicht. Was willst du jetzt von mir? Mestrogon, Alter. What the heck? Einfach beim Hinfallen ein Auto komplett gefrackt. Flowmark, wie meinst du das jetzt? Dass du von mir was lernen kannst, oder was? Oder wie meinst du das jetzt? Asphaltkocher. Ja, also wenn... Natürlich, also ich helfe dann auch gerne. Also so ist das nicht. Ganz so Arschloch bin ich dann doch nicht. Ein bisschen was weiß ich. Zwar jetzt nicht so viel wie, was weiß ich, so ein Red Hat Zylinderkopftechnik, weil wir damit nicht viel zu tun haben. Aber grundlegende Dinge kann man da schon beibringen. Ja, das stimmt. Gemutet und im Dunkeln ist das echt erträglich. Ja, das wird, glaube ich, auch das letzte Mal sein, dass wir Audi fahren. Das Experiment Audi ist dann hiermit auch abgeschlossen, so dass mir keiner vorwerfen kann, dass ich das nie ausprobiert habe. Da müsst du mit mir zusammenarbeiten, Fetti. Hast du mich gerade Fetti genannt? Hä? Wie bitte? Du hast mich schon verstanden. Dann ist gut. Ja, besser ist auch.
Ihr habt doch keine Ahnung von Motorsymphonie. Okay. Wie teilt ihr die letzten 3 Stunden auf? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es geht hauptsächlich um den Motorensound. Der ist schon sehr eintönig, wenn du den 12 Stunden lang hören musst. Da gebe ich schließlich schon recht. Aber 10 Zylinder in Real ist halt schon nice. Hier im Spiel, in der Simulation, Aber noch schlimmer ist der Aston. Weil bei dem pennst du wirklich ein. Wenn lustige 180 Minuten. Ey, Leute, ohne Scheiß, ich habe noch nie in meinem Leben war ich so froh, wenn ein Rennen vorbei ist wie heute. Das stimmt nicht. Das hast du schon mal gesagt. Das stimmt. Aber hier, heute bin ich wirklich froh, wenn das vorbei ist. Boah, ich kann dieses Auto nicht mehr hören. Ja, Fetti, so eine Anhängerkupplung oder so eine Frontscheibe, die sind schon nice, weil du dann nicht dreckig wirst. Das ist richtig. Ja, Suzuka war was anderes, Leute. Suzuka war was anderes. Was ist das hier? Der Weg der SPD zur Kanzlerschaft? Hä? Was? Was will er denn jetzt? Wo kommt er denn jetzt her? Das habe ich mich auch gerade gefragt, wo das jetzt auf einmal herkommt. Hä? Ja, das ist alles übelst auseinandergezogen. Aber wenn er jetzt mal auf der Streckenkarte guckt, die sind halt gerade... Ja, wo sind die eigentlich? Ach, in der letzten Kurve. Die sind jetzt gerade Startziel, alle. Also mehrere. Wir haben jetzt relativ freie Bahn hier vor uns. Ja, mit P4 und P5 und 6 sind wir aktuell auch nicht Boxenstopp bereinigt. Wir sind da eine halbe Stunde in Differenz. Das ist übrigens derselbe Veranstalter vom Regenrennen. Just saying. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, Olli, das ist wild, wenn das so war. 15 Grad, wir sind schon fast unter 10. Maga, wir fahren 9,9. Wir fahren 9,9. Wir fahren gerade arktische Temperaturen. Man muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, in der Nordschleife oder im Nürburgring GP ist es halt absolut realistisch. Dass es so kühl ist. Ja, ja. Setup ist halt nicht darauf ausgelegt. Das Setup ist relativ moch. Ja, für die ersten paar Runden geht's, wie gesagt, aber da ja, ist. Ja, aber halt ein Setup muss immer auf die Distanz ausgelegt sein, wenn wir uns haben. Ja, wie gesagt, es muss möglich sein, eigentlich so ziemlich über die ganze Zeit maximal 5 Zehntel Differenz, wenn überhaupt, fahren zu können. Ich hab das nicht gebaut, das Setup. Ich mach ja dir nicht den Vorwurf. Das klingt aber so. Also, ich würde da direkt, würde ich mich neben dich stellen, Remo, und auch mit dem Finger auf Michel zeigen. Also, ja. Du kannst eigentlich reinhalten. Okay. In mich mit dem Finger reinhalten? Ja. Oh, wow, wow. Ganz reinhalten. Michel, du bist mit deinem legendären Zitat nun offiziell auch wirklich verewigt. Perfekt. Ich hab's wie folgt aufgeschrieben. Kaffee in gesunden Mengen ist gesund. Michel alias Kinderpinguin, Doktor, Arzt und Philosoph. Ja, da sehe ich mich. Du hast es einfach auch erkannt. Also... In gesunden Dosen ist gesund, ja. In gesunden Dosen. Du musst Dosen schreiben. Entschuldigung. Nicht Mengen. Weil in gesunden Mengen ist ja wieder... Ja, fast korrekt. Eigentlich Dosen... Ja, ach, vergesst es einfach. Ja, wir sind alle durch heute auf jeden Fall. Und das sind nur ein 12-Stunden-Rennen. Jetzt geht doch bloß noch 3 Stunden. Ha 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 ha!
drei Stunden sind wir durch. Ey, in drei Stunden sitzen wir alle nur noch vorm Rechner wie die größten Deppen und Chat ist einfach nur noch am Wiggeln und Gag W schreiben. Ich freue mich schon, wenn Lisa hier halb zwei nach Hause kommt und ich immer noch vor dem Ding sitze. Du blöder Vogel, was machst du da? Sag mal, bist du nicht jetzt nicht? Da ist sie bestimmt ganz surprised darüber. Ja. Surprise, Ballerfeuer! Ja, Severin, wie gesagt, ist halt nicht auf die Distanz ausgelegt. Vielleicht für ein Sprintrennen ist okay, aber nicht für ein Ende. Das Setup, auch schon gesagt. Nee, absolut nicht. Aber das ist gut, dass wir das jetzt rausgefunden haben, weil da können wir dann damit arbeiten. Na, ganz toll. Schön, dass wir 12 Stunden ein scheiß Versuchskaninchen waren. Ich konnte das ja nicht ahnen. Du kannst mit dem Audi schon Reifen schon fahren, so, während das Setup halt gut eingestellt ist. Wir hatten es ja in Bathurst. Ich hätte zwar schon Audi gefahren. Ich weiß das. Mhm. Meine Sonne, ich weiß das. Ja, ich zeige euch mit dem Finger. Ich bin ja nur auch schon ein paar Rennen gefahren. Mit dem Audi. Ach, wirklich? Du? Audi? Mhm. Krass. Wusste ich gar nicht. Also in AC bin ich dann wirklich gerne gefahren, aber in ACC, kritische Situation. Da ist es nicht mein Favorite-Auto, muss ich wirklich sagen. Nee, meine Uhr ist leer, Dublerone. Warte, ich guck Katrin nach dem Emote-Slot. Wie viel brauchen wir denn noch? Ich hab das, Patrick. Ich gehe forschen. Wir sind jetzt zum neuen Emote-Slot. Wo ist meine Maus? Ach, meine Maus ist aus. Das reimt sich so. Die Maus ist aus. Die Maus ist aus. Die Maus ist aus. Aus. Und jetzt ist gleich der Stream aus. Nee, warum? Severin, ich nehme es auch nicht. Also ich persönlich nehme es nicht zwingend als Entschuldigung. Du musst halt einfach noch mehr darauf achten, wie du mit dem Reifen umgehst. Da können wir ja von Glück reden, dass wir nicht Reifen Stöppel zünden mussten. Ja, zum Glück. Da freue ich mich ja schon nächste Woche. Müsst ihr da doppelt zünden? Natürlich. Wir haben, glaube ich, 16 Satz haben wir für 24 Stunden. Lul. Wir sind 7. aktuell, ja. Twitch Prime. Das Gute ist, Dennis, kannst du keine Reifen doppelt zünden lassen. Weil der die Dinger einfach nur schreddert. Die sind einfach nach einem Stint sind die schwarz. Dunkel. Hört sich nach Elvinko an. Elvinko ist Dennis Schüler. Vor Schor stech dich ab. Wie redst du mit Shuggy Boy? Ging gerade um Among Us. Also virtuell, for sure, virtuell. Muss ich jetzt noch nachwerfen. That escalates quickly. Was also? Wie bitte? Nee, ich hab meinen Chat, mit meinem Chat gesprochen. Aber bei Ava geht's anscheinend. Der fährt relativ konstant. Langsam. Habe ich dir doch gerade gezeigt. 1973 von 2,8. Weißt du, da fragt dich jemand, zeig mal das. Und dann hat derjenige, weißt du, nicht mal zugehört, du. Oh. Oh, du bist am Handy, okay. Ja, 1973 von 2,8. Ja, Silence, die gibt's. Ich wusste nicht, dass du am Handy bist, sorry. Ich glaube, der Bentley hat ganz gute Bremsen. Wer hat noch gute Bremsen, Remo? Was meinst du, einen kurzen Bremsweg? Ja, wer noch gut, ja. Porsche. Porsche, ja. Ferrari. Nee, vergiss es.
Hä, mega geil. Nee. Was? Ferrari schneidet nicht so gut ab. Bremsen. Beim Ferrari ist es aber nicht zwingend, weil er beschissene Bremsen hat, sondern weil er halt auch mehr zu schnell Topspeed ist. Erreicht. Genau. Ja. Der Porsche erreicht halt nicht so viel Topspeed, deswegen kann er auch so spät bremsen. Stell mal Bremsbalance nach hinten, dann kannst du richtig spät auf den Teppich trampeln. Genau, weil du dann quer an die Kurve reinslidest. Ja, wenn man so... Entschuldigung, ich möchte es jetzt so nicht sagen, aber wenn man so unfähig ist wie du, dann auf jeden Fall, also... Hier wird scharf geschossen. Ja, passen Sie auf. Ab in die Deckung. Tut mir leid, dass ich so scheiße bin, Dizzy. Ist halt einfach nicht dein Auto. Ja. Das ist ja auch okay. Dafür bist du ja auch ein bisschen besser mit dem Audi. Zum Beispiel. Ja. So, Michel ist ganz krass in der Symbiose mit dem Alpine. Dafür ist er richtig gut. Gerade wenn also er so Remo, einen schönen großen M4 hat. Ich werde dir versprechen, dass wir euch auf in Imola so wegsnacken. So, jetzt Shoots feiert, jetzt geht's los. Nick, mach was. Bau Setup. Hast du Schuhe oder was? Michel, wir sehen's ja dann heute Abend, ne? Shoots feiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut der B, also wie die Zeit. Der BMW ist stark auf Imola. Der BMW ist generell stark im Renntrim. Im Qualifying. Wenn du damit wirklich gut umgehen kannst, ja, aber im Rennen ist der BMW halt wirklich stark. Nick, ich habe gerade gesagt, dass wir die BMWs auf Imola mit einem Alpine snacken. Also wir müssen jetzt irgendwas machen, Nick. Gute Nacht, Memphis, schlaf gut. Tschüss. Und lass deine Freundin in Ruhe. Ja, easy, let's go, sagt Nick. Let's go! Ja. Wir sehen's denn heute Abend. Oh. Ja, wir haben uns mit dem Alpine schon ganz schön angeschissen, das muss ich schon so sagen. Auch wenn jetzt Nick zwei Rennen hat er. Nee, eins hat er gewonnen, ne? Zwei. Ja. Paul Ricard hat ja im Nachgang noch gewonnen. Ach stimmt, ja. Warum? Ich habe Moritz leicht berührt und damit weggeschoben und dann hat er es einfach selber verloren. Ich habe dafür auch 5 Sekunden zurechtbekommen. Na, viel mehr bin ich damit auch nicht gefahren, Nick. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt eine Woche nicht mehr gefahren bin mit dem Ding, bin ich schon wieder komplett raus. Muss die ganzen 10 Runden wieder wiederholen. Ich find Severins Aussage ganz gut. Michi kriegt heute Abend so die Karma-Schelle. Ich kann schon sein, ja. Ja, warte nur, ich sehe in der Nähe irgend so einen KTM. So einen ganz bestimmten KTM. War sehr auffällig in letzter Zeit. Weggeketelt. Vielleicht. Ja, also ich bin jetzt eigentlich nicht mit dem KTM in irgendwelche Bedrängnis gekommen. Ja, vielleicht wird's ja noch. Letztes Mal war es in Winko. Was? Ach so, der. Ja, gut. Ja. Ja gut, da will ich jetzt kein Urteil drüber bilden. Das passiert immer mal. Na, Lül, El Vinco hat schon zweimal mit dem KTM erwischt. Zoll der Massencrash hat ja der KTM verursacht. Vielleicht ist ja auch El Vinco schuld. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, man muss schon sagen, in beiden Situationen hätte... also ja, einmal jietet sich der KTM direkt vor ihm in die Wand und konnte nicht mehr ausweichen. Und das zweite Mal ist der KTM halt von hinten gejietet gekommen. Ja gut, ich habe mit dem hinteren Feld nichts zu tun. Nee, Quatsch. Nee, aber wie gesagt, ich habe damit jetzt noch keinen Kontakt gehabt. Ich kann mir so viel sagen, ist unangenehm. Also GT4 sind die Starts eigentlich relativ gut vonstatten gegangen. Mhm. Bis jetzt. Oder bin ich eh mal gestorben mit dem Alpine? Nee, ne? Nee. GT3 läuft halt überhaupt nicht. Aber was soll ich denn machen, wenn mir immer hinten reingeheatet wird? GT3 läuft mega. Na, bei mir nicht. Ich konnte mich als Kommentator fast nicht zurückhalten, als ich gesehen habe, dass mein kleiner Nils Pohl einfach Bronze gewonnen hat mit einem Porsche im Regen in Donington. Da war ich außer Häuschen. Es ist doch scheißegal. Ich kann vor dir stehen, ich kann hinter dir stehen. Ich habe einen Magneten an dem Porsche.
Ist so. Achtung! Attention! Attention kam ein bisschen zu spät. Balzer hat sich gedreht. Aber danke. Null. Ja, die sind raus. Für die ist das Rennen gelaufen. Schade. Wie, die sind die raus? Abstellen. Ja, nee, wenn man einmal quersteht, ist vorbei, ne? Ach so, okay. Ich kann retiren. Ach, der ist halt so fertig, ne? Das ist halt Mist. Kann man auch nichts machen. Aber ist schon krass, der steht schon länger da. Oh. Er steht. Ja, guck mal, wie lange der jetzt. Der steht ja immer noch da. Wahrscheinlich DC, ja, da, oder so. Nee. Da geht irgendwas nicht. Technical issue. Doch. Der müsste da jetzt mal Fullkurs hier. Schlimm, der ist abgestürzt. Ja, ja. Der hat, glaube ich, Disconnect. Aua. Aber er bewegt sich noch minimal. Vielleicht ist einer reingefahren oder so? Nee. Warte mal, ich gucke mir mal das Auto an. Ich untersuche. Gut, ist ja eigentlich. Oh, jetzt. Nee, jetzt fährt's wieder. Oh. Sieht ganz aus. Aber jetzt sind sie Platz 2. Ja, aber macht das gut. Gaspedal hat geklemmt, Lul. So, da gehe ich jetzt noch eine rauchen, dann werde ich mal Luftdrücke rausfahren. Schenk mir noch mal Kaffee nach. Willst du fahren nach Ava? Ja, du darfst den Schluss heute mal fahren. Hätte ich jetzt gesagt. Wann bist du heute aufgestanden, Dizzy? Hallo? Ich überlege gerade. 7:30? Du wahrscheinlich gut, okay, früher. Lang. Ja, 6 Uhr. Naja, du, mir ist egal, alles gut. Perfekt. Okay, Chat. Also, komm gleich wieder. Die Freude ist groß. Ach, alles gut, Chat. Das ist heute wirklich nur ein bisschen anstrengend. Also ich habe keine Schlechte, ich bin einfach nur müde. Einfach nur müde. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich glaube, morgen mache ich wirklich mal richtig ausschlafen. Die Woche war ganz schön kurz nachts immer. Ich habe keine Kaffeemaschine, wo Kaffee drin ist. Außerdem kann ich dann nachher nicht schlafen. Geh gleich an der frischen Luft, dann geht's. Kennst du das Meme von der heulenden Frau am Telefon, wo dann Rennwagen drunter gelegt wurden? Nee. Ich muss auch echt, es tut mir leid, Leute, ich brauche einfach kurz mal. Ich kann's nicht mehr hören. Egal, was man sagt, man macht es dir recht. Man macht es dir nie recht. Ja, okay. Ist ja auch nicht schlimm. Mit einem Twitch Prime könnte man mir das recht machen. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schrecklich. Diese Ruhe musste ich ausnutzen. Ey, das ohne Witz, wir fahren nie wieder dieses Auto. Nie wieder. Also vielleicht Sprintrennen, aber Endurance-Rennen, ne.
Oh. Ja. Twitch Prime is not a crime. Hey, so freu dich. Riptide, dankeschön für dein Prime. Da hat's mich einmal ausgehebelt. Was stimmt mit dem Kfz nicht? Das Ding ist vom Sound her so monoton, Schlingel, und hat halt so eine hohe Frequenz. Ich werde davon übelst müde. Patrick Nesca ist heute um 21.30 Uhr geht's los und GT4 ist um 19 Uhr das Quali. Das heißt, um 20 Uhr sind wir dann plus minus fertig. Yes. Also das Auto ist wirklich top, das fährt sich mega geil. Aber der Sound ist einfach so. Das Schlimme ist, gestern haben wir 8 Stunden Politikvideos geguckt und ich habe heute Morgen, also ich habe davon geträumt heute Nacht, ich werde von diesem Sound träumen. Ich werde, glaube ich, morgen ganz früh super verschwitzt aufwachen. Und das Erste, was ich machen werde, ist... Cooler Voice Crack. Ging erst im 5. Gang da irgendwie so einen komischen Voice Crack drin. Müssen wir nochmal in der Abstimmung gucken. Da müssen wir nochmal ein bisschen ran. Ja, da müssen wir nochmal die Software überarbeiten. Nee, ich hab nicht vom Parabelritter geträumt, ich hab von Politik geträumt. Was ist ein Parabelritter? Dunkler Parabelritter, der macht interessante YouTube-Videos. Ach stimmt, das war ja... Ah ja, okay. Copy. I see. Meine. Severin, morgen ist NASCAR-Sonntag, ja. Um ca. 1 Uhr bis 2 Uhr geht's los und 16 Uhr ist dann NASCAR Racing Series. Also, wie gewohnt, NASCAR-Action-Sonntag. Ob ich ein Schmuse-Lenkrad hab? Nee. Ich hab ein Kissen mit 2 Brüsten und einem schönen Pfirsich-Hintern. Fühle. Finde ich gut, ja. Immer wenn ich auf dem Rücken liege, liege ich immer zwischen den Brüsten und das andere, wenn ich schräg liege, auf dem Hintern. Nice. Ich glaube, auch auf diesem Kanal wird sich das rauskristallisieren, dass der Audi hier nicht lange überleben wird, glaube ich. Seit wann redest du so von deiner Nachbarin? Maja, heißt sich mal am Schlimmer. Meine Vermieterin ist schon etwas älter und verheiratet seit vielen Jahren. Also, entspann dich. Aber wie viele Runden hast du jetzt noch? 21. Da habe ich noch Zeit. Jo. Oh. Spül mal, was ist los, meine Sonne? Erzähl mal. Wo man das kaufen kann? Das kannst du bei Schönheitschirurgen kaufen. Wenn die nämlich mal irgendwie Brustvergrößerung machen und da was rausnehmen, dann kannst du dir das da einfach abkaufen quasi für einen günstigen Taler und dann kannst du da ein T-Shirt draus machen, ein Kopfkissen draus bauen. Härti, weil ich das halt vom normalen Auto gewohnt bin, ich find's halt so deutlich angenehmer. Weil wenn ich stehend mache, schlafen meine Füße mal ein. Hängend ist aber auch Premium. Habe ich bei mir auch. Und das in dem Zusammenhang. Oh. Ja, gut. Ja. Ich verstehe. Ja, alles klar. Hängend ist wirklich Premium. Hängend ist wirklich Premium. Ja, so schlafen wir sonst immer die Beine ein. Ja.
Sag mal, ist mein Chat abgeschmiert oder warum lese ich hier nichts mehr? Oder haben die einfach keinen Bock mehr? Die haben keinen Bock mehr, mit dir zu schreiben. Verständlich. Nee, Racing FX hat gerade notiert, also alles gut. Notieren ist auch wichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich den hier gehört habe. Also, Stuhlsen hat ein PPOZ reingepostet, ich weiß aber nicht warum. Ja, wahrscheinlich, weil das Auto einfach in die Wand geplankt ist. Ach so. Ja, und dann glaube ich, das Rennen war nicht so geil. Mestroren zockt noch nebenbei. Der Lümmel. Ich habe gestern mal dieses Kena angespielt. Ich spiele jetzt gerade irgendwas mit Spirits. Also das sieht grafiktechnisch echt nice aus. Mit diesen komischen schwarzen Bubbles. Dunklen Bubbles. Ja, die Uhr ist halt, die muss mal in der Wäsche, die Uhr. Also so im Dauerbetrieb ist dann schon, da muss man mal ran. Was sind die Wäsche? Ja, ne, die Armbänder und so einmal waschen. Das ist halt, ich trage die ja 24/7. Und wie ist Hose schon durchgeweicht? Oh, bloß aufjags heute. Anstrengendstes Rennen, EU West. Ohne Scheiß. Super anstrengend heute. Wenn du höher sitzt, machst du die Pedalen hängend, ja. Also ich glaube, wenn du die stehend machen möchtest, musst du fast auf einer Ebene mit Sitz und Pedalen sein. Ein bisschen tiefer als Sitzfläche. Das ist wie ein Formel 1 Monocoque. Ja. Ich muss sagen, ich finde Hängende auch deutlich angenehmer. Ich hatte vorhin in meinem alten Rekord das stehend. Jetzt mit dem neuen Simlab habe ich mir extra den Adapter für Hängen geholt und es ist so viel geiler. Patrick, warum? Nico, ich habe mal gehört, dass Dizzy mal Bock hat auf einen Nissan. Wo? Ja, mal zu fahren. Wo? Ja, keine Ahnung, ist ja egal. Nee. Was, nee? Nee. Ja, dann leckst du halt fett. Auf Laguna kennst du einen Nissan fahren, da ist ja ganz okay. Auf was? Laguna. Ja. Da fährt man BMW M6. Oder Nissan. Alles klar, Niklas? So, ich gehe jetzt kurz mal hier Sauerstoff in meinen Körper bewegen. Jo, bis später, Sören. Geh Sauerstoff holen. Ja, ich mach das jetzt. Oh. Ja, Stuhlsen antwortet einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Ach, bis gleich. Einfach Pepo. Ja, bis gleich. Einfach Pepo Z und dann ins Bett. Lol, jetzt kommt Remo mit den Remo-Emotes. Ja, gute Dinger. Gute Dinger. Ist der Ausdruck von purer Emotion. L'Emotion.
Fuck, Lisa hat gerade geschrieben, die ist los. Sagen wir also so ähnlich hier wie bei Pulp Fiction, die Bonnie-Situation. Also irgendwas machst du falsch, Vexus. Ah! Lupo, Lisa ist die Gattin von Michel. Nein, nein, seine Regierung. Definitiv nicht, aber es gibt halt immer Ärger, wenn ich so spät nach dem PC hänge. Ja, genau, das ist pure Angst. Ich sehe schon die Blicke, wenn die dann hier die Tür aufmacht. Es war Michel, ich noch einen letzten Schrei und auf einmal Michel. Michel? Doch, doch hab ich, Spikey. Hab gesagt, also hier, das Rennen am Samstag geht bis 3 Uhr. Das kannst du vergessen. Jetzt geht's bis kurz vor 4. Oh Gott. Ja, RIP Michel, hat mich gefreut. Ja. Wir sehen uns dann nächste Woche mit Gips. Oh ja, ne? Schade, ist halt eine Alpine weniger heute Abend. Doof gelaufen. Der arme Nick, einfach Teamkollege, RIP. Servus, Nick. Ja, Aero, das kann man sehen, wie man will. Aber ich habe halt immer was zu essen auf dem Tisch. Ne? Also, das muss man dann abwägen. Aber Michel, ich bin auch Single und habe auch jeden Tag Essen auf dem Tisch. Ja, du musst es aber bestimmt selber machen, oder? Nee, ich habe eine Mama. Ja, gut. Das ist ja fast wie eine Freundin. Ja, außer dass man den Punkt der näheren Liebe Also das habe ich jetzt gar nicht in Erwägung gezogen und habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist schon wild. Danke, nein, nein, darüber würdest du nie nachdenken. Nein, nein, du doch nicht. Wobei man muss sagen, in Alabama ist es gar nicht mal so illegal. Da wird das relativ gerne gelebt. Ich will das gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Entschuldigung, hallo, hallo, worum geht's? Ich möchte mir das nicht. Wo bleibt denn Dizzy eigentlich? Halt dein Schnauze. Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Das war vielleicht noch kurz kacken. Oder? Halt dein Schnauze. Ja, der wollte da, glaube ich, rauchen gehen, oder? Ja, gut, ich musste vorhin, als ich kurz rauchen gegangen bin, bin ich ja nachher auch noch kurz groß. Also, ist legit. Ja, der geht ja jetzt da ins Auto, da muss ich mal ein bisschen beeilen. Du fährst doch, du Eimer. Ja, einen kurzen Speedkack. Beaches. Ja, er wird bestimmt gleich wieder kommen. Ja, denke ich auch. Ah, diese Kinderspiele von früher, wisst ihr noch? Oh ja, wir reden jetzt einfach 3 Minuten den Tod und erzählen dann was, wenn er nicht da ist. Wisst ihr, Kinder, ihr mit 2 Monitoren, da ist schon schwierig. Aber ich habe genug hier, ich sehe das. Alles gut, kein Ding. Aber es hat dich trotzdem getriggert. Nee. Wovon wir haben uns nicht abgesprochen. Klar, das stimmt. Spontane Aktion. Spontan? Mhm. So sind wir halt. Spontan. Richtige Lausbuben. Richtige Lausbuben. Oh, Lausbubele. Henk, ich grüß dich. Guten Abend. Hallo, Henk. Oder guten Morgen. Je nachdem, wann du aufgestanden bist. Ja, Nick hat es vorhin auch schon richtig gesungen. Sweet Home Alabama. Ja, ja. Vexus, da lernt man, wie man unschuldige Crewmates aus dem Schiff rausvotet. Wirst halt einfach in die Lava geschmissen.
Ja, ich auch. Und Annie und Bert geht auch. Das hat mir richtig gut gefallen. Schlitz, Schlitz. Schlitz. Ich hab bei Vexus gerade LMP anstatt Imp gelesen. Ja, ich müsste es auch zweimal lesen. Ich dachte mir, was hat das jetzt mit dem LMP zu tun? Hä? Ja, gut. Ne? Ey, fährt hier zufällig noch ein Mercedes oder sowas mit? Nee, ne? Doch. Doch. Auf 18. Aber. Den Ferrari gibt's auch nicht mehr. Nee, die sind schon offline, ja. Ist schon wieder einer rausgegangen. Ja, das Rennen dauert halt zu lange, ne? Also es geht halt so in die Nacht rein. Es startet halt einfach kein 12 Uhr um 3 nachmittags. Punkt. Hab mich wundert, dass das der Server jetzt so gut läuft. Michel will es jinxen. Ja, schon speziell, dass das aber sehr so gut läuft. Keine Anzeichen von gar nichts. Krass. Ja, Vexus. Ja, solange es noch über 25 sind, ist es okay. Ich sag mal so, ich würde in 12 Stunden Endurance-Rennen ungern unter 20 Autos starten. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Da habe ich keinen Spaß dran. Aber wie viele Runden noch? 13 Runden, beziehungsweise irgendwas mit 26 Minuten. Sagen wir 24 bis 26 Minuten. Ja, theoretisch können wir die Stops jetzt auf stündlich machen. Stimmt. Ja, also wenn du dann Punkt 2 Uhr reinkommst, würde das passen. Sollte sich ausgehen, vor allem mit den Stopp dann, ist ja auch nochmal eine Minute. Geht ihr damit confirm? Mm. Weil stoppen müssen wir so oder so. Ja, ja. Hauptsache mein Stil ist kurz. Also 9,9 ist wahrscheinlich jetzt Tiefpunkt der Temperaturen, ne? Nee. Kann noch weiter. Was? Wie lange sind die Temperatur? In der Realität bis um 3 Uhr morgens. Im Sommer. Ja, da mach ich jetzt mal Reifenluftdrücke. Hört ihr, das ist die Angst von Lisa. Ja. 7,7, da mach ich jetzt Luftdrücke. Konzentration bleibt bei mir. So, warte mal. Also, ich bin schon komplett lost. Ich glaube, wir sind alle lost. Ach nee, warte mal, wir machen das einfach anders. Ich glaube, wir sind alle lost, Michel. Michel ist schon der König der Losten. Der Oberboss. Grüß dich, Maxi. Ja, wir fahren jetzt Luftdrücke raus. Wir sind mal, ich glaube, ich habe es lange rausgezögert, aber jetzt fängt das Auto eklig zu werden. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen. Also, das Auto fängt an rumzurutschen. Ich mal schnell die Luftdrücke von Ava übernehmen. Wo ist denn jetzt der fucking Discord hier? Nee, Michel fährt seinen ja voll aus, den Stint. Was mach ich? Eine Stunde fahr ich. Warum? Fahr den noch aus. Denn ich kann ich das Auto Attacke fahren. Hier wird er mit leerem Tank gute Rundenzeiten snacken, ne?
als ob ich auf eine 53,9 komme. Ich bin noch nicht mal leer 53 gefahren. Also da müsste ich schon ein Wunder vollbringen. Ist nicht hier, es kann auch werden. Ja. Aber ich bin voll auf dem Kriegsfuß mit dem Wagen. So. Okay. Achso, wir müssen noch Sprit reinmachen. Zweier Bremsen. Ich bin so müde. Ja, ist bald vorbei, nur noch 2,5 Stunden. Perfekt. Oh Mann! Ey, hab ich mich jetzt erschrocken, Flo! Hör doch mal auf mit der Scheiße! Danke für 50! Ich dachte jetzt wirklich, Lisa klopft an der Tür, Mann! Wo heißt das Klopfen jetzt auch drin? Ja. Das habe ich schon eine Weile drin. Oh, ich werde gezwungen, noch mal einen Schluck Whisky zu trinken. Let's go. Du wirst gezwungen, Whisky zu trinken? Mhm. Perfekt. Tschüsschen. Mhm. Das ist ein guter Honig-Whisky. Wenn ich deswegen mir eine Buchse kack, ja, dann haut mir Lisa die Buchse noch um den Löffeln, weil sie voll gekackt ist. Oh, was geht denn jetzt los? Toll, vielen Dank für 5 Gifted Subs, Digga. Dankeschön. Oh, jetzt fange ich schon wieder mit Digga an. Ja, man merkt, es wird spät. Dankeschön, Troll. Ist los. Genau, wenn Lisa dann mit der Pfanne hier im Zimmer steht, frage ich die einfach, was willst du jetzt noch kochen? Ja, das ist dann heute auf jeden Fall der letzte Abend, an dem wir mich lebend gehört und gesehen haben. Ja. Das war's, meine Damen und Herren, mit Mittel. War eine schöne Zeit, aber sie geht zu Ende. Ich frage, sie antwortet dann 2 Eier. Und dann geht's einmal klong. Da werden sie aufgeschlagen, die Eier. So, was ist los? Geht's hier runter? Oh, P6 hat aber aktuell einen ganz wilden Ping. Hm. Hatte schon einen ganzen Tag. Ah, okay. Ja. Nicht, dass die gleich noch einen Disconnect haben. Was sagst du denn jetzt so? Ja, wenn ich dran denke, Bellissimo, mache ich das ja. Thank you.
Was wäre tendenziell eher bitter? Kuruka. Also wenn es einen Rage Quit am Sicherungskasten gibt, dann nicht gut. Ja, noch ca. 16 Minuten. Hank übertreibt es halt gleich wieder. Vielen Dank für 750, du Sack. Chat ist auf alle Fälle jetzt wach. Nee, Pankuin, nächste Woche ist LFM Tandem Cup. Das ist nur nicht eingetragen. Gut, das ist nächste Woche. Mhm. Nächste Woche ist der 2. und 3. Oktober. Ja. Ich dachte, Tandem Cup ist doch erst am 9. und 10. Mhm. Band Gaming, vielen Dank für 25. Okay. Nee, Mingnox, der Server wurde gerestartet. Wir haben alle Reifen frisch. Nee, nächste Woche ist Tandem Cup LFM. Dave! Dankeschön! Für dein Raid! Moinzen! Bei mir geht zeitentechnisch aber auch gar nichts mehr. Klopft Lisa schon wieder? Wie war der Stream heute bei Dave? Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu den letzten 2 Stunden. Nee, habe ich noch nicht gesehen, Dexter. Ich habe ja die letzten 2-3 Wochen nicht so viel Zeit gehabt. Und wenn, habe ich mir abends immer so einen Trucker-Vlog reingezogen. Ist wirklich so freezy. Heute, glaube ich, heute sind alle am Struggeln, habe ich so das Gefühl. Oh, gemischt, Darkstyle, heute gemischt. Servus, Hammy. Mehr als die Mods ist nicht mehr drin. Ja. Ja, ich nehme die Luftdrücke von. Aber das passt. Ja, ich fahre das Ende, Spartan. Ich fahre die letzte Stunde. Hammy, ich bin noch fit, ja. Jetzt haben wir noch 2 Stunden zu gehen. In dem 12-Stunden-Rennen, was sich bis kurz vor 4 zieht. Ja, glaube ich. Ich freue mich schon auf morgen früh. 9 Uhr dann direkt aufstehen. 10.30 Uhr muss ich dann vor Ort sein. 11.30 Uhr ist Rennen bis 12. 12 nach Hause, also dann gegen 12:30 nach Hause gehen, direkt ins Rig, Nesca fahren bis am Abend, dann 19 Uhr GT4 und am Abend noch Nesca gucken. Also Sonntag ist durchgeplant.
13 Stunden, ja, das ist lang. That's long. Nice, JFF. Nice, nice. Ja, M6 ist schon cool. M6 hat, gibt ein paar Strecken, wo er wirklich gut funktioniert, aber halt auf den meisten eher weniger. Aber M6 ist sonst eigentlich echt ein geiles Auto. Ich habe so die Liebe zum M6 entdeckt, als ich den an der Nordschleife selber in Realität so gesehen habe, weil dem sein Turbo-Zwitschern, Ohrensex. Ja, dann ist doch hier Pitard gefahren, ne? Ist er damit gefahren bei Walkenhorst? Gut möglich, ja. Ja, das ist ein Kumpel von Wippermann, der war sogar bei uns. Haben mit dem Bier gesoffen. Nicht Bier gesoffen, also wir haben Bier gesoffen, er nicht, aber sogar noch ein paar Fotos. Jo, danke Fabi, mach's gut, gute Nacht. Der hat uns so schön in de Box mit reingelassen. Also wir durften den sogar anfassen, wenn du so willst. Also der war da natürlich nicht in der Box, aber... Also er durfte den Pittard anfassen? Ja, den auch. Es ist einfach viel zu spät. Herr, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Morgen Abend kein... Verstehe ich nicht. Es ist einfach viel zu spät. Vibestar, grüß dich. Ja, JFF ist 9 Minuten. Viel. Also wenn man sich grundsätzlich auf ein Auto fokussiert, ist man mit dem einfach viel besser eingeschossen. Egal, auf welcher Strecke man fährt. Einmal Licht an, bitte. Ich geh nochmal schnell auf Tinder, dann sagst du die Reifenluftdrücke. Ohne die anderen könnt ihr die Luftdrücke sagen. Flashen hat ausgereicht, oder? Ja, hat ausgereicht. Mach dir das mal bitte, weil da geh ich mal schnell pinkeln. Ja, welche gut, nimmst du denn jetzt? Die von 8.8? Die von Ava. Die von Ava. Die letzten. Ja. JFF, Dings. Mercedes-Benz ist auch saustark auf Imola. Und der Reifenbrücke? Warte, jetzt gerade nicht. Fangen wir dann an nach der Warsteiner Kurve. Keine Ahnung, was die Warsteiner Kurve ist. Die Kurve vor der... Also die Gegengeraden. Mhm. Error, da haben wir auch ein hauseigenes Emote jetzt hier, ne? Also ich möchte nur noch mal netterweise darauf hinweisen. Also so ein Yep. Die Reifen sind jetzt übelst RIP. Jo. 28.0. Jo, den nächsten machen wir dann auf der Startziel. Ich bin so froh, wenn ich im Bett bin, Mann. Jo. 27.7. Jo. Ja, gar kein Problem, Error. Ich sag's nur. Wir haben genug. Gut, ich erwärme mich jetzt hier nicht so sehr. Das ist keinen Sinn du für die letzten Minuten. Du kannst auch jetzt schon reinkommen, wenn du möchtest. Aber. Ja, kann ich machen. Also gehen wir gleich nochmal die Reifendrücke durch. Moment, erstmal die Kurven fahren. 27.6, 28.0, 27.3, 27.7. Lukas wird tendenziell eher schwieriger.
Ja gut, dann komme ich jetzt rein. Dann weg. Weil mit den Reifen jetzt sehe ich kein Kraut mehr. Ja, ja, wir haben sehen, Lexus. Schnell her, ich ändere das noch mit der Einstellung wegen den Links. Da muss ich noch hier unten. So, aber red's gerade mit Aua. Wow. Yo. Was ist da los? Moin, ey. Ja, das stimmt, Herr Medi. Amis sind, was Werbung angeht, echt asozial. War das recht? Das Rennen startet einfach um 1 Uhr. Ich dachte, ich weiß nicht, was ich vorhin da gesehen habe, aber ich meinte eigentlich um 21.30 Uhr morgen. Aber die meisten Rennen sind ja um... Also die meisten Rennen sind ja immer Sonntagabends. Deswegen, es lohnt sich halt nicht zwingend. Ich hab keine Ahnung, Flo. Was das eine Einstellungssache ist. Rätst du in beiden TeamSpeak und Discord, Michel? Machst du mir das Auto dann an? Jo. Oh, schon wieder zu weit hinten, ey. Das gibt's doch nicht. Nur noch 20. Denk dran am F1 dann durchtappen, wegen Rückspiegel. Formula. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go. Sehr schön. Toi, 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 Michel. Jo. So, Helmi, den Link dürftest du jetzt posten können, ohne Probleme. Servus. Hallo, Ava. Hola, Ava. Ja, das, danke. Schön, dass du... Danke für 50, Henk. Ja, lief deutlich stabiler. Die Rückzeiten waren zwar nicht so toll, aber fuhr sich deutlich konstanter. Bis jetzt die letzten 15 Minuten da. So weit konnte ich es dann rauszögern, aber ab da haben dann die Reifen echt extrem stark abgebaut. Gut, Herr, ich glaube, die Einstellung muss noch warten, bis der Stream dann neu gestellt ist. Also, Chat, sorry, wenn ich jetzt nicht mehr so aufnahmefähig bin, aber bei mir ist echt das Limit überschritten. Schick ihn mir auf Twitch als PN. Da kann ich ihn reinpacken. Ich glaube, alle Limits wurden heute überschritten. Oh, AJ fährt wieder mit in Las Vegas. Nice. So, Lül. Nee, ist jetzt Xfinity. Ey, echt, um die Uhrzeit muss er sich echt stellenweise echt am Riemen reißen, dass man nicht die Konzentration verliert. Ja. Du Hitzen. Schnauze. Mann, ey! Aber wenn deine Uhr, wenn dir dein Telefon schon sagt, du solltest langsam ins Bett gehen, dann ist schon... Der Chat ist gut. Ja, es war Elmo, es war einfach Michel. Was für Michel, bitte? Mit dem Auto. Michel wollte das trainieren. Und wir waren so nett und haben das zugelassen. Aber das Auto ist ja auch nicht schlimm. Also das Auto fährt sich ja wirklich gut. Es ist halt einfach nur dieser monotone Klang. Einfach monotonste Auto von allen.
Und dann irgendwie an einem gewissen Punkt, wo die Balance oder die Reifen irgendwie einfach nur Rips sind. Hau rein, Disposable. Das Auto wird, das werdet ihr hier nie wieder sehen, das sag ich euch jetzt schon. Da fahre ich lieber Reiter, Alter. Aber Reiter ist, glaube ich, genauso schlimm. Vom Motorsound her. Das musste kurz mal raus. Ist auch ein Audi-Motor. Jo, alles gut. Alles okay? Ja. Möchtest du drüber reden? Nee. Es gibt für alles eine Lösung. Suizid ist keine davon. Wow, nee, wow, wow, wow. Dafür liebe ich mein Leben viel zu sehr. Hallo? Sag mal. Ja, man weiß nicht, ich bin hier offen. Ich möchte kommunizieren. Nee. Ich möchte, dass es dir gut geht. Mir geht's prima. Willkommen zu Dr. Remo. Willkommen zu Dr. Remo. Herr Dr. Dr. Remo, also wissen Sie, ich habe da so ein Problem. Also... ich habe seit kurzem so eine Schwäche für so kleine gezeichnete Dinge, die Menschen in Chatnachrichten packen können. Ich musste leider feststellen, dass ich nicht genug Punkte habe, um noch einen weiteren dieser Slots freizuschalten. Und das macht mich gerade aktuell ein bisschen wirr. Weil ich habe noch so viele schöne Ideen, die ich gerne benutzen möchte, aber irgendwie, es dauert zu lange. Scheiße. Okay, Sellout wurde gestartet. Was für ein Sellout? FF 6 Stunden. Servus Manta. Ja. Ist okay. Ja, nochmal Dizzy, um auf dein Anliegen zurückzukommen. Es gibt da nur eine Lösung. Finger aus dem Arsch mehr arbeiten. Ha! Okay. Okay, Rebo, okay. Übrigens, hier sind alle 10 Finger Chat in die Kamera. Ich arbeite also 4. welchen Discord, Hermi? Ich lasse es einfach unkommentiert, Anonymous. Aber danke für 750. 6 Stunden gehen, also ich habe je nach Verkehr 5,5 bis 7 Stunden. Meistens hinweg relativ flott. Aber auf dem Rückweg dann am Abend, dann nehme ich es auch relativ entspannt, weil da sind eben ein paar interessante Gestalten unterwegs, die dann mit einer G-Klasse halt 320 oder so ballern. Da hast du dann erstmal eine ordentliche Luftwand, die dich erstmal wegdrückt. Der G-Klasse 300, boah, was? Ja, also es ist mir safe schon mal eine G-Klasse vorbeigefahren mit 300. Also Alter, der hat einen Porsche gejagt. Und der Porsche war auf jeden Fall 300 am Fahren. Ganz ehrlich, ich hätte Schiss, in der G-Klasse mit 300 zu fahren. Ja, warum denn? Du fickst ja alles weg. Selbst LKWs müssten Angst vor dir haben. Du bist eine fucking G-Klasse. Ja, aber die ist so hoch und so eine Wandschrank und 300 und... okay. Eine Wandschrank? Eine Wandschrank, ja. Eine Wandschrank, Klassiker. Ja. Schrankwand. Das ist schon spät. Ja, in die Schweiz ziehen Manta immer beste Idee. Noch besser, hier geboren zu werden. Ich habe mir letztens für meinen Fernseher auch ein neues Bordseit geholt. Ihr Schweine, ihr. Gut, JFF, ich habe einen Golf 4. Der macht seinen Job auch ganz gut. 1,6 Liter, 16V, 105 krasse PS. Frisst mehr Öl als Sprit? Du denkst immer, dass mein... Nee, das Ding ist, ja, Golf 4 saufen anscheinend Öl. Meiner nicht. Nur die 1,6er. Ja, dann halt nur die 1,6er, aber meine halt nicht. Also ohne Witz, ich muss kaum Öl nachkippen. So, alle halb Jahr check ich mal und dann ist ein bisschen wenig drin, da wird nachgegütscht und das passt.
sagte Remo mit einer jährlichen Laufleistung von 500 Kilometern. Ich fahr im Jahr im Schnitt um die 15.000. Null. Ja, es sind jetzt 4 Jahre, wo ich ihn fahre und bin jetzt knapp über 65.000 gekommen. Bisher. Das ist wirklich meiner frisst kaum Öl. Das Ding ist, ich habe aber auch mir mal meine Ölwanne an der Fußgängerinsel aufgeschlitzt und das ganze Öl auf der Straße verteilt. Ich hab da gesagt, da frisst mehr Öl als Sprit. Ja, das war aber jetzt nicht der Fehler meines Golfs, sondern der Fehler des Idioten hinterm Lenkrad. Des Bedieners. Genau. Ich bin, habe meinen Bruder und 2 Kumpels aus dem Ausgang abgeholt. Kumpel abgeliefert, mein Bruder das Handy in die Hand gegeben, sagt Navi, ja, steht jetzt zum Kumpel ein. Hat er eingestellt, nur Probleme hat es im falschen Kanton eingestellt, also die gleiche Straße, aber einfach im falschen Kanton. Und ich, Idiot, hat es im ersten Moment nicht gecheckt, bis ich dann gemerkt habe, irgendwie ist es komisch, dass wir hier in die Richtung fahren. Dann zurückgekehrt, wieder ins Dorf gekommen, des anderen Kumpels, und die hatten da von der 80er-Zone rein ins Dorf zu 50, hatten die extra so eine Fußgängerinsel aufgestellt, damit du so rundherum fahren musst, damit du automatisch abbremst. Die haben normalerweise auch solche Bienenreflektoren dran. Die waren halt weg. Ja, da bin ich halt um 3 Uhr morgens drüber gejietet. Nicht gesehen. Reparaturkosten mit Zeit selber war 250 Franken, also 86 Franken für die Ölwanne und der Rest war Reparaturzeit, also Arbeitszeit. Und Aufräumkosten fürs Öl auf der Straße war irgendwie knapp 8.500 Franken. Die aber das Dorf bezahlen musste, weil die Polizei hat denen die Schuld gegeben. Nice. Ich wurde nämlich auf alles getestet. Alkohol, Drogen, generelle Zurechnungsfähigkeit, alles. Oh. Überall easy durchgekommen. Ich war anscheinend an dem Abend auch nicht der Einzige. Oh. Der drüber gehietet ist. Ich wollte dir das ersparen, Lizzy. Du bist so lieb. Küsschen aufs Nüsschen. Fuck you, Kuseba. Yes, viva Las Vegas. Aber heute erstmal ist Xfinity. Also jetzt läuft direkt gerade Xfinity. Ach, ich sehe es auch gleich erst. Ja, Michel hat sich eine DT gesnackt. It's true, JFF. Wo kein Öl, auch kein Verbrauch. Ja, eigentlich, Öl kommt aus Erde, Öl geht in Erde. Danke, danke, danke Flo, danke. Danke für 20. Chats, können wir einmal bitte für Michel klappen, für diese DT? Dankeschön. Als Dankeschön. Mut, als einfach so, als Mutgeber. Wiggeln ist auch in Ordnung. Hank, mach's gut, schlaf gut. Nacht. Ich beneide dich. Ja, Huben hat's auch gerade erwischt. Na, seht ihr. Jetzt haben wir wenigstens wieder 3 frei. Die fahre ich jetzt noch schön rein und dann kann Disney auch einen abholen. Mach's gut, JFF. Du Assi.
Chat, eigentlich ist es ja Vexus-DT. Warte bis. Oh, aber Patrick, morgen Abend, wichtig. Weil Nesca ist ja dann erst Nummer 1, das werde ich auf jeden Fall nicht gucken, weil nächsten Tag Arbeit. Aber NFL-Konferenz können wir gucken. Denk mal, bis dahin ist das Geburtstagskind Marcel Schuster auch wieder fit. Der ist nämlich wahrscheinlich gerade am Hardcore-Saufen. Ich habe Xfinity hier, ja, so offen. Danke, Pinguin, dass ich ab und zu meine Ehrenmomente habe. Ehrenmomente. Hat er doch geschrieben? Ja, habe ich gesehen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Nach deiner Idee kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen. Alles klar, Linus. Gute Nacht, schlaf gut. Der Jossi, danke schön für 3 Monate, Maga. Wo ist oben, wo ist unten? Hast du schon geschlafen, oder? Grad. Nee, hab ich noch nicht, aber dann kommt gerade so der Hammer. Na, dann geh doch schlafen. Nö, ich bleib bis zum Ende. Ich bleib bis zum Ende, Knaller. 5 Minuten später hören wir es aus Amazon. ja, Blue Arrow in der Xfinity fahren, andere fahren. Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie die Formel 2? Nur, dass auch ab und an in den zweiten und dritten Ligen der NASCAR auch ein bisschen ältere Fahrer fahren. Und du kannst auch als Cup Series Fahrer theoretisch einen Gaststart in der Xfinity machen. Oder in der Cup. In der Truck Series. Ist auch möglich. Gerade zum Beispiel bei Joe Gibbs Racing, die 54. Wurde diese Season schon gefahren von Kyle Busch, Ty Gibbs, Danny Hamlin, ich glaube sogar Martin Truex, obwohl ich glaube, der war Truck Series unterwegs. Und die 54 hat keinen festen Fahrer, hat aber diese Season schon 9 Wins. In der Xfinity. Yes. Das, was Remo sagen. Jo. Ja, NASCAR ist Liebe. Oh, ich liebe die NASCAR. Vom nächsten Season, oh Gott, kriegen die neue Autos. Das wird wunderbar. Denny Van, heute Nachmittag ist der Server abgestürzt nach 2 Stunden. Dann gab es einen Restart. Der Restart war von uns leider nicht so. Alter Troll. Troll, danke schön, Maga. Oh. Danke, Troll. Blur für die Joe Gibbs Mannschaft. Also die 4 Toyoten Supra. Unser Restart ist nicht geglückt. Sind wir voll. Platz 4 zurückgefallen auf Platz 12 oder 13. Jetzt hängen wir hier. Ja, ich glaube sogar 14. Ja, 14, 13. Alles ein bisschen unglücklich gelaufen heute. Wohin? In Discord? Ernsthaft? Lol. Nur noch 1040 bis Bahn in der Ostsee. Ja.
Digga, der Troll, danke auch dir für dein Sub bei mir. Kuss auf deine Nuss. Oha! Ja, 6 Monate im Voraus, let's go! Hättest du das merci? Merci beaucoup? Ja, Jax, schlaf schön. Ich beneide dich ein bisschen. Also jeder, der jetzt in Ruhe schlafen gehen kann, den beneide ich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Noch 1:45, dann haben wir es geschafft. Ja, ich werde auch gleich nochmal kurz aufstehen und mir dann nochmal ein bisschen Wasser ins Gesicht ballern. Und dann machen wir beim letzten Sinn nochmal ein bisschen Abriss hier. With. Und dann kriege ich einfach auf allen Vieren in mein Bett. Ruven! Dankeschön für 10 Hütten, Alter! Küsschen aufs Nüsschen, Junge. Mit Allradantrieb, Junge. Ich werde schlafen wie ein Scheißstein heute. Oh, Mann. Dankeschön, Ruben. Vielen, vielen lieben Dank. Nee, Row. Row van Breem. Nicht Ruben. Row. Müdigkeit. Tut mir leid. Aber wisst ihr, worauf ich morgen richtig Bock habe im Stream? Gas Station Simulator. Ich glaube, da sind Gas Station? Ja. Was macht man da so? Na, eine Gas Station simulieren. Autos tanken. Okay. Okay. Ich will hier niemanden judgen, wenn es dir Spaß macht und im Chat, dann ne, go for it. Das ist einfach, das sind solche Spiele, Remo sind einfach die besten Spiele für Chat. Ich mag den Car Mechanic Simulator. Ja, okay, ja. Das ist wie Kärcher-Sim und Rasenmäher-Sim. Ist so. Großartige Games. Gut, der Rasenmäher-Sim ist vor allem satisfying. Ja. Das ist gut, Vexus, dass du Züge magst. Wir sind einer von uns beiden. Ich mag die nicht so gerne. Kommen nämlich immer zu spät. Oder fallen aus. Ja. Apropos Züge. Ich bin vor 2 Wochen das erste Mal nach 2 Jahren wieder Zug gefahren. Ja, instant ausgefallen. Ich bin extra mit dem Zug gegangen, weil ich hatte in Zürich die Schulung zum Berufsbildner. Und da dachte ich mir, ja, wenn ich jetzt mit dem Auto gehe, Parkplatz ist halt zu teuer in Zürich. Gehe ich halt mit dem Zug und fällt einfach der erste Zug aus. Zum Glück bin ich genug früh los, da habe ich direkt angerufen, gesagt, ja, kann sein, dass ich etwas zu spät komme. Und die so, ja, kein Problem. Interessant, dass es dann in der Schweiz nicht anders ist wie hier in Deutschland. Ja, das Witzige ist, eigentlich ist die SBB sehr zuverlässig, aber natürlich genau an dem Tag, wo ich mir mal denke, lass mal wieder Zug fahren, denkt sich der Zug so, nö, ich habe jetzt einen technischen Defekt in Schwarzenbach. Ich bleib da jetzt stehen. Bus fährt immer, das stimmt. Aber ich habe keine Bushaltestelle, nee, war kein Bus. Werden wir machen. Mach's gut, Hermi. Gute Nacht. Tschüss. Der Fußbus, der fährt immer, ja. Den mag ich auch. Den Fußbus? Na klar. Was ist denn der Fußbus? Zu Fuß gehen. Ach so. Ja, wild. Ja. Ha, Bolthead, genau, Bits. Wenn du umsteigen musst und du hast wirklich nur 2 Minuten, das Gleis zu wechseln, dann sind sie überpünktlich und sind dann weg.
Ja. Das ist so diese Regel. Also ich habe das, glaube ich, sehr lange probiert mit den Zugfahren, aber es war immer ein enttäuschendes Ergebnis. Ich habe das irgendwann wirklich verworfen. Leider. Liebst du noch, Michael? Ja, ich hoffe, dass der Tank endlich alle wird. Ja, ich kenne das. Die Zeit will nicht rumgehen. Das sah ich selten. Ich weiß, Michael. Ich glaube, wir sitzen alle im selben Boot und wir können uns ganz fett auf die Fahne schreiben, wenn wir hier durch sind, was wir geschafft haben heute. Weil wir haben nicht abgestellt. Oha, haben nochmal zwei abgestellt. Sagt er bei 81 Liter. Ja, ein Drittel vom Tank haben wir ja schon rausgefahren. Noch 27, aber weißt du noch, Dizzy, wie viel es waren, als wir bei Nine Moini gefahren sind, da in Barcelona? War das auch ein 12er? Das war auch ein 12er, ja. Ja, da sind ja nicht so viele gefahren. Das war fast gar nichts, das waren am Ende bloß noch 13, 14 Autos. Ja, genau, da waren am Ende fast gar keine Autos mehr da. Das Rennen war trotzdem witzig. Ich hatte zwar mal ganz kurz einen Moment, wo ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Als Dizzy und Elvinko gerade ihren Moment hatten miteinander. Das war auch das erste Rennen mit euch. Da was, haben, mir, oh, haben Jotto, die gezankt? Nee. Ja, auf diese andere Art. Und ich saß halt da und ich so denke mir, okay, what the fuck I'm doing here? Ja. Nee, wir haben uns nicht gezankt. Doch, habt ihr. Aber auf die positive Art. Also ach so, ja, nicht, nicht böse. Nicht böse. Also, es hat schon böse geklungen, aber es war viel Ironie dahinter. Nur ich wusste es in dem Moment nicht unbedingt. Die Schwierigkeit in LV? Ach so, Las Vegas. Consistency. Las Vegas ist eine Strecke, da wirst du... Ich kann überlegen, muss man bremsen? Ja, ein bisschen bremsen wirst du über die Zeit schon. Am Anfang ist es viel nur liften. Und du musst es halt einfach, es ist die Perfektion. Die Perfektion, die es wirklich in Las Vegas ausmacht. Nee, P7 ist kein Podium. Dick, keine Ahnung, wie die das machen. Aber ich kann bei den Temperaturen nicht schnell fahren. Es geht nicht. Blöd dafür. Oder die haben leeren Tank, keine Ahnung, was die gemacht haben. Bin raus für heute. Das ist halt so vertrauenswürdig, wenn deine Teammates zugucken. Ich bin raus für heute. Wo ist er denn hin? Was macht er jetzt, Alter 4? Michel? Müsste ich jetzt wirklich mal machen. Mal sehen, was da abgeht. Boah, nee, Alter, tu mir das bitte nicht an, Michel. Ey, der, wirklich, tu mir das bitte nicht an. Mann, als ob ich das machen würde. Nochmal ein DC und auf dem Server rumhängen. Nee, das verkraft meine Nerven nicht, weil dann tilt ich wirklich durch. Also ich weiß, dass Dennis geschrieben hat, dass die definitiv ein anderes Setup fahren, als das, was wir jetzt gerade fahren. Ja, schön, aber uns schustert die Scheiße wieder zu viel. Toll. Das hätte auch 12 Stunden Spaß machen können. Es geht jetzt. Wenn man ein bisschen auf die Luftdrücke aufpasst, geht's. Nee, ich habe vorhin richtige Luftdrücke, ja. Din 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 din
Bin ich schon mal ein Ziel gefahren in irgendeinem Rennchat? Weiß das jemand gerade? Nee, ne? Doch. Nein, Moni ist ja schon. Oh, stimmt. Da hatten wir doch mal am Schluss noch das Ding mit dem Bremsen, wo wir ein bisschen. Oh, richtig. Kacke in der Hose hatten. Ach, stimmt. Als ich euch noch ein bisschen gequält habe, ja. Da habe ich den Michel gemacht. Aktuell. Warum wärst du denn da schon wieder reingezogen mit? Na, ich habe halt Faxen gemacht. Wer ist denn Suzuka ins Ziel gefahren? Niklas. Tim. Da hat Niklas mal nicht verschlafen. Ja, ist von Vorteil, habe ich gehört, wenn man nicht verschläft. Soll ganz nützlich sein. Ja, wir haben schon Winterreifen vorbereitet für den nächsten Jahr. Ist wieder ein Auto weg. Was macht eine Olga, Alter? Wo ist die auf Doom? 9, Kai. Da kommt die Joe Gibbs. Let's go. Ich freue mich ja schon, wenn Xentrin, Remo, El Vinco alleine auf diesem Kanal ein Rennen fahren. Wow, 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 wow. Weil es gibt keinen Schnee. Ja, Cosima! Wenn es Schnee geben würde, bei diesem Veranstalter würde es Schnee geben, das stimmt, ja. Klassische Blizzard-Rennen. Ja. In Laguna. Und wir beide die ganze Nacht wieder am Rumstruggeln, Alter. Schön Spikes und Schneeketten drauf und dein Kibi. Remo, wir müssen morgen früh unbedingt das Auto hinstellen und alles muss gemacht sein. Okay, Dizzy, machen wir. Boah, jetzt mach dich weg oder muss ich das von der Strecke jeden Mann. So ein halber Yeet. Und noch 10 Liter, dann ist Halbzeit. Nee, habe ich schon den Stulzen. Hm? 819 ist gerade Ende Ziel, also P5. Noch machbar. Theoretisch. So, ich gehe jetzt aber noch mal ganz kurz aufstehen hier. Ich bin gleich wieder da, Chat. Gleich? Ja. Nicht unterwegs einschlafen. Nee, da macht ihr mal keine Sorgen, aber auf mich ist Verlass. Also auf mich ist wirklich immer Verlass. Nee, wechselst auf jeden Fall. Ich will einfach nur noch ins Bett. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und ich will irgendwie in die Küche, ich hab Hunger. Könnt ihr. Ich hab schon gedacht, ja. Wieder nach Snack. Hau deinen Opti-Grill an. Wenn ich einen hätte. Ja, Michel. Hä? Dürfen wir dich ganz kurz komplett alleine lassen? Von mir aus.
ich bin noch da. Also, alles gut. Komm, aber du hast Hunger. Komm. Ja, aber trotzdem lasse ich den Michel nicht allein. Ja, dann bleibe ich da, dann kannst du dir was snacken holen. Okay, ich hole mir einen Snack. Michel, da war ein Lexus auf Track. Ja. Habe ich im Augenwinkel gesehen. Ja, ich wollte es dir nur gesagt haben. Das war als Warnung. Nicht, dass du noch reingefahren bist. Aktuell roundabout 20 Sekunden Rückstand auf die 5. Werden der für unten sein? We are checking. Last Lap. Ah, der kommt gerade frisch aus der Box. Ich beobachte ja überholt haben. Nee, wir hatten eine DT. So. Wow, mir auch noch nie passiert. Was ist denn los? Gerade auf dem Split angebremst. Oh. Ja, 251 sollten wir schaffen. 54,6. Wird schwer. Die sind halt frisch aus der Box. Das heißt, sie haben jetzt noch zwei komplett volle Stints mit Stunde 15 ausfahren. So, die fahren jetzt eine Dreiviertelstunde. Die werden bloß halb getankt haben. So, lol, stimmt. Wir haben einen hoch. Wenn sie schlau sind, fahren sie jetzt bloß mit halbem Tank. Mhm. Zeiten von dem wäre ich jetzt nicht mehr gehen können. No way. So, wieder da. Hallo. Dann würde ich mich aber in der Küche bei mir auch mal ganz kurz umschauen nach was. Jo, mach mal. Dann bis gleich. Bis gleich. So, Lexus, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Platz 5 noch holen. Ist das unmöglich? Ja. Warum? Weil es nicht möglich ist. Weil die mit leerem, mit halbem Tank jetzt fahren. Ah. Ah. Ich habe mir gerade etwas Feuchte ins Gesicht geschmiert. Da geht alles. Ist sie hochmotiviert? Ja, ich habe mir gerade richtig eiskaltes Wasser in die Fresse geknallt, Junge. Das hält jetzt erstmal wieder für 3 Minuten. Die müssen eh nochmal in die Box schulzen. Die werden jetzt für eine Dreiviertelstunde getankt haben und dann machen die nochmal eine Dreiviertelstunde. Wenn sie schlau sind.
wenn sie ihren fünften Platz covern wollen. Wasser. Schlaf gut, Error, und Dankeschön für alles heute, mein Guter. Schlaf gut, Error, Team Not Found. Error. Gute Nacht dir. Wie lange müsst ihr noch? Anderthalb Stunden, Sascha. Anderthalb Stunden noch. Ich fahre die letzte Stunde. Was eine Stimmung hier. Ja, Stimmung ist gut. Easy. Na klar ist das easy. Never surrender, never give up. Ah ja. Was denn? Rednerisch. Ohne Inhalt. Es hat noch einer abgestellt. Guten Morgen, Schulzen. Was bist du denn jetzt so zu Schulzen? Er hat angeklopft. Ach so. Wie kann man so kurz vor Ende abstellen? Ja, Maga, wenn du richtig im Eimer bist. Das ist halt wirklich von der Zeit her so unpassend gelegen, weil die meisten Leute... Die meisten Leute sind um so Uhrzeiten schlafen. So. Da sind halt wirklich Teams dabei, die sind halt richtig im Eimer wahrscheinlich. Wir fahren auch nur noch Autopilot. Alle, glaube ich. Bis auf Remo vielleicht. Der ist gerade in der Küche. Ja. Eiswürfel für einen Whisky holen. Ey, schlimmer als 24-Stunden-Rennen, sage ich euch, so wie es ist. 24-Stunden-Rennen kannst du ja wie noch mal eine Stunde oder zwei fix mal pennen gehen. Hier musst du ja durchknallen. Ja, einige Teams sind aus DE, ja. Aber halt aus europäischen Breitengraden, so, für die ist ja alles so schlimm. Ja, irgendein Team gab es, glaube ich, aus USA oder so. Oder Kanada, keine Ahnung. Dann gab es noch das mega gemischte Team, irgendwie ein Engländer und noch irgendwie woanders aus Europa her. Ja, aber guck mal, Michel ist schon seit 6 auf die Beine heute. Ich weiß nicht, wann Ava aufgestanden ist. Um 8 nach 12 Stunden Schlaf. Ja, in 4 Stunden bin ich 24 Stunden wach. Ja, davor kannst du schlafen gehen. Ja, dann noch der Restart mit drin. Das kommt auch noch dazu. Schon anstrengend heute. Ja. Aber ist egal, wir fahren durch. Ja, also jetzt sind ja nur noch eine Stunde 22. Die längste Stunde meines Lebens. Vermutlich. Ich habe noch nie sehnlicher darauf gewartet, dass eine Stunde vorbei ist, Junge. Und ich muss noch eine davon fahren. Ich bin ein Pony mit Umschnalldildo. Oh Mann, ey, Bommelsen, Dankeschön. Hast du eine Meise oder was? Verschwinde, Stuhlmann. Wieder ein Counter-Strike, nämlich DE-Bett. Dann kommt erstmal Lisa noch vorbei mit DE-Falle. Nee,
Es gibt heute keine Pfanne mehr. Will verschwinden mit ihrem Gekocher. Ja, mit der Pfanne schlafe ich sofort, genau. War das instant Licht aus? Ja, und danach brauche ich noch eine Pfanne. Eine Bettpfanne. Für den nächsten 2 Wochen. Da packt Schulmann die Tier 2 Emotes aus. So, ja, da. Ui. Hat was jedes Flyer. Oh, Herr Kusebeck vor dir. Da ist weg jeden. Mit deiner Hand, Lisa. Was hast du? Mach gleich aus, Mensch. 4 Stunden. Wie Michel direkt wieder lügt. Hallo, Lisa! Wie bittisch. Hohoho! Also wenn das on-stream gesagt werden muss, dann ist die Kacke am Dampfen. Nee, die ist ja gar nicht mehr im Raum. Yes! Hat einen Raum flammend verlassen. Let's go. Patrick, hast du gesehen? Ja. Xfinity, big one. Da auch schon. Lisa ist wieder Ghost Rider hier aus dem Raum gegangen. Ziemlich schnell. Nee, ich meine den anderen, den Nicolas Cage gespielt Ach so. hat. Ach der? Ah ja, okay. Anakov, Tier 2. Der kann nicht beschissen werden. Mach dich aus dem Weg jetzt mit deinem Boah, ich glaube, so ein Aston V12 würde ich, glaube ich, auch noch mal fühlen, Chat. Ja, mach mal. Der klingt genauso. Nee, der klingt nicht genauso. Nee, der pfeift noch schlimmer. Nö, der hat einen geilen Klang. Alter, wie kann man mit dem dritten Gang einen TC-Bug haben? Ach komm, lösch dich da einfach, Audi. ACC, weil Project Cars aktuell keine Sim mehr ist. Ich weiß gar nicht, wie groß die Communities generell in Project Cars sind. Aber ich kann dir grundsätzlich ACC empfehlen. Oh ja, Patrick, also der Rack hat ein paar genommen. Ach du Scheiße. Ja, kleines Update. In Xfinity sind gerade locker 10 Autos raus. Alle gerackt. Big Uff. Noch größer, weil da auch ein paar Playoff-Kandidaten noch drinnen stecken. Das ist bitter. Ich glaube, ich habe in dem Rennen noch nie so wenig geredet. Also, jetzt in der langen Zeit. Ja. Ich glaube, das geht uns allen so.
Also bis auf Rebo, der nonstop am Essen ist und rauchen und Nesca gucken. Ich bin nonstop am Essen. Bei Rauchen bin ich dabei, ja. Ja, du isst doch schon wieder, oder nicht? Das letzte Mal ist auch schon wieder her. Ich bin doch jung, ich muss noch wachsen. Das ist richtig, aber. Wenn du mit deinen 1,80 endlich mal schaffst. Mhm. Ne, das hat auch erst vor kurzem angefangen. Wo guckst du das? Es gibt da so einen netten Typen aus dem Amiland, der überträgt das über Twitch. Oh, darf der das? Mhm. Naja, es beschwert sich niemand darüber. Ach so, okay. Weil das Problem ist, ich hatte es eigentlich immer über Sky Sports, über Sport 1 Plus oder halt Motorvision TV gucken können. Die haben aber Sport 1 Plus bei Sky Sport rausgenommen. Ach so. Das Problem ist halt, Motorvision überträgt nicht alle Rennen. Deswegen gucken wir es jetzt halt bei dem. Das war halt ein bisschen nervig, weil da haben wir halt auch die amerikanische Werbung. Und die Amerikaner lieben Werbung. Mm. Nee, das hast du falsch formuliert. Die Amerikaner lieben Geld. So ist richtig. Deswegen gucke ich auch kein Football zum Beispiel. Obwohl mich der Sport schon interessieren würde, aber diese Werbung macht mich einfach. Was ich dir empfehlen kann, wir gucken zum Beispiel jeden Sonntagabend, gucken wir die Konferenz auf The Zone, und zwar die Red Zone. Da laufen du kriegst eigentlich von allen Spielen gerade Touchdowns, Field Goals oder generelle Highlights mit, ohne Werbung. Ja, aber ich will das ganze Spiel sehen. Ich bin mir gerade mal überlegen, ob auf The Zone generell, glaub, läuft keine Werbung. Gut, müsste es halt in The Zone aber nochmal haben. Hab ich nicht. Vor 7 Jahren ist dürfte dann das erste Project Cast gewesen sein. So, Project Cast hatte zwar den Anspruch, an sich selber eine Simulation zu sein, haben es aber wirklich geradlinig verkackt. mit allen Teilen. Jo. Das war mein erstes VR-Game. Sie haben ja groß angekündigt, dass ja Project Cars 4 dann eine Simulation wird. Mal gucken. Easy, hast du eigentlich schon die Drücke? Ich nehm deine. Okay. Als ob ich jetzt noch Drücke rausfahre. Was sagen eigentlich aktuell die Temps? 9 Grad. Okay. Tatsächlich nicht mehr kälter geworden. ACC voll unrealistisch. Da würde ich raten, die sie nehmen auf der rechten Seite 0,1 weniger. Du wechselst. Alle? Beide? Alle beide rechts, ja. Die lagen bei mir anfangs immer so bei 27,8, 27,9. Ja, so. Seitdem ich nicht mehr über die NGK-Schikane böller, sind die Luftdrücke hoch, konstant. Spiegelt sich halt jetzt in Rundenzeiten wieder, ne? Gehen 20 Sekunden auf P5. Die bleiben scheinbar doch draußen. Ja, die bleiben draußen. Die waren eine Stunde. Also
Die waren vor 20 Minuten in der Box. Sicher? Ja. Ja. Okay. Wir sind ja zurückgefahren wegen der DT. Naja. Ja, dann machen wir wohl noch die letzte Stunde Feuerwerk-Chat, wa? Mann, ey! Fast Show-TV, ja, läuft so dahin. Sind halt komplett durch, alle. Okay. Hä, hey, alle topfit hier, oder was? Nordschleife wäre mega nice. Soll ich mal probieren, ob wir auf der Nordschleife drauf fahren können? Na, bitte nicht, ich glaube geschlossen. Vielleicht ist das ja zerstörbar, die Bande. Na. Das werden schon viele vorher versucht haben, denke ich. Man muss ja nur mit einem Quash sich darüber rollen lassen. Ich glaube, bis Hatzenbach geht das. Wie meinst du das, Jens Fly? Also, das ist jetzt ein Rennen, das wurde von einem Veranstalter veranstaltet. Ach was. Ja. Ja, in der Tat. Aber sonst so Multiplayer-Endurance-Rennen gibt's nicht, nein. Da muss schon jemand ein Event erstellen. Das Einzige, was es in ACC wirklich so als Multiplayer in der Hinsicht gibt, sind halt die ganzen Random-Servern von irgendwelchen Menschen, Leuten, Ligen, was auch immer. Aber die Open Lobbys, naja, die Rennen sind da mehr ein Rackfest als alles anderes. Was es noch gibt, sind die Competition Races, aber ich weiß gerade gar nicht, ob die Competition Races so aktiv noch benutzt werden. Und sonst letztens eins fahren, da ist der Server abgeschmiert. Lol. Perfekt. Und sonst gibt es noch LFM. LFM ist auch ein privates Team, also Team. Dienstleister, auf Deutsch gesagt, die auch Competition Races anbieten. Ein bisschen im Stil wie iRacing. Mit Safety Rating und einer Wertung. LFM hat schöne Frauen.
Also Dienst wegen Dienstleister. Ja, vergiss es. Nee, ich kann nicht mehr. Ich ja sagen, sie, was... sie, aber... Weiß was? Nicht, ob das Boris so fühlt. So doof. Tryras, danke dir für dein Resub im zweiten Monat. Kuss auf den Nuss. Fühle dich gedrückt. Bleibst du jetzt die 5 Minuten noch draußen? Was? Die letzten 5? Ja, ja, nee, ich fahr den Tank schon noch leer. Wie viel hast du jetzt noch drin? 8 Liter, 8 Runden. Try das, ja. Ich war dieses Jahr auf Posten 74 im Herzmann. Kannst du ja dann schon mal Sprit rechnen, wenn du möchtest. 120 Liter. Ach doch, den... Ja gut, ich diskutiere nicht mehr. Wir bringen das Auto durch und das war's. Was anderes machen wir heute nicht mehr, Michel. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. It's true, Triders. Das war ich. Jetzt noch große mathematische Rechnung anstellen ist... Mach doch dort Chat. Ja, aber gut, grundlegend ist es schon so. Wenn jetzt noch 5 der führenden 5 Fahrzeuge ausscheiden, gewinnen wir. Die Opportunity ist da. Dinge können passieren. Dinge können passieren. Aber ey, packen Laptop aus, erstmal DDoSen die Jungs. B-Rave ist übrigens am Start bei mir im Chat. Oh, nice. Der hat aber noch gar keinen Sub. Was ist da denn los? Oh, wo B-Rave gerade da ist. B-Rave, ich brauche noch mal so 15 Emotes, by the way. Hast du gerade Zeit und passt das in die Auftragslage? Ich hab Mathe studiert? Hä? Wer hat Mathe studiert? Punkuin schreibt, Remo, Junge in der Schweizer Armee, nebenbei noch Mathe studiert? Ich glaube nicht, dass ich Mathe studiert habe. Wäre mir neu, also ich müsste nachgucken. Wäre mir nicht aufgefallen, dass ich Mathe studiert habe. Try das. Ich bin gerade selber am Überlegen, weil das Ding ist, ich habe es über einen Kumpel gemacht, Marvin. Der hat mich da irgendwie mit reingezogen, involviert und tralala und dann die Schulung machen können. Problem wäre nur soweit, Akten im Hatzenbach sind immer voll. Also MST Lüdenscheid, wir haben genug neue. Ich müsste mich bei Marvin nochmal kundigen, wo man sich da melden kann für freiwillig. Damit man auch die Schulung machen kann. Und es ist auch nicht auf kostenloser Basis. Du machst es nicht ehrenamtlich komplett. Du kriegst ein bisschen was an Geld. Das reicht eigentlich gerade zum Beispiel für mich für Sprit und Essen. Also ich komme eigentlich nach jedem Rennwochenende oder 24er mit null raus. Achso, die Kontakte hättest du. Ja, dann try this, let's go. Können wir uns dann an der Nordschleife treffen. Ich versuche auch ab und dann immer wieder mal VLN mitzunehmen. Aber ich muss dann immer gucken, wie ich das handle, weil ich fahre halt trotzdem 6 Stunden nach oben, bis ich da bin. So, dann gehe ich jetzt nochmal aufs Töpfchen und dann... 6 Runden hast du noch. Kack schneller. Ja. Richtig schnell. Könnt ihr mal die Reifendrücke noch machen? Von Ava mit Michel? Jo. Genau, also die Schweizer Armee bewacht nicht den Vatikan. Das ist, wie Bensky schon gesagt hat, eine eigene Abteilung, und zwar die Schweizer Garde. Wie ist los, aber? 27,6. Moment. Patrick, ja, lässt sich bestimmt einrichten.
Ja. 27,9. Ja. 27,3. Ja. Jo. Und dann 27,6. Ne? Ja, genau. Perfekt. Yes, Bensky. Also kannst du dich einfach auch so... Und du musst, soweit ich auch weiß, katholisch sein. Die Kilometer zum Ring ist Premium. Ah, scheiße, Traders. Ja, Formel 1 werde ich auf jeden Fall auch gucken, dass ich nächstes Jahr dabei bin. Als Marshall. Sofern die dann auch wirklich nächstes Jahr am Ring fahren. Schade. Alrighty. Auf geht's zum Finish. Baby. Ancestor anscheinend wohl eben nicht. Das ist sehr schade. Wie viel hast du noch auf dem Tau? Mit der 4. Komm jetzt rein. Du kommst jetzt rein? Ja. Okay. Kann nicht mehr. Naja, ist gut. Michel? Hä? Kannst theoretisch auch 100 Liter reinpacken, das reicht. Safe bist du mit. Sicher. Mhm. Ich habe jetzt mit 56 Minuten Restzeit eine Durchschnittszeit von 1,55 und 3,1. Also, dass er mit 100 Liter rausfährt. Ja. Durch die reichen Locky Hockey Stubenhockey.
Hörst du mich? Ja. Jetzt? Ja. Nein, Schreider, also wir darfst nicht viel schön, wenn du mich mit vorne dort stehen. Also wir haben in 8 Stunden Schichten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, aber das Problem ist, die 2 24er, wo ich dort war, wurden beide in der Nacht abgebrochen. Also ich durfte schon während beiden Rennen. Und ABS auf 2. Ich durfte schon während beiden Rennen die Red Flag schon denken. Leider. Schön erstmal off. Ah, jetzt hab ich die gebrauchte Reifen drauf gemacht. Fuck. Ja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go. Oh. Ja gut, Trial ist aber in der Nacht, schwenkst du generell eigentlich keine Flaggen mehr. Da ist nur noch Schilder und dazu gehören aber nur noch gelb, grün, weiß und doppelgelb. In der Nacht gibt's kein Blau. Ich meine, gerade auf der 74, da sehe ich eh keine Erfahrung. Okay, gut, aber Code 6 ist grundlegende Tafel. Keine Flagge. Michel? Er hat gerade Michel gerufen. Michel hat mich gerade geradet mit 144 Zuschauern. Let's go, danke, Michel. Aber geht jetzt Michel off? Ich glaube, Michel ist tot. Michel ist dead? Ja, servus, Chat von Michel. Dann tun wir euch noch weiterhin unterhalten. Oder vielleicht macht Michel jetzt Five-Head-Move und geht erstmal. Geht erstmal hier zu Lisa und tut so, wie wenn jetzt vorbei ist. Und 5 Minuten vor Schluss kommt er nochmal, um zu Ende dabei zu sein. Da schreiben alle, Michel ist dead. Oder der ist am Sack. Das Einzige, wo ich heute noch hinkomme, Remo, ist mein fucking Bett. Ja, glaube ich nicht. Aber gut Job. Ja, so. Gut Job. Aber wieso hast du deinen Stream schon ausgemacht? Weil ich jetzt schlafen gehe. Ach, jetzt direkt? Ja, ich kann nicht mehr. Ja gut, dann Da haben wir jetzt gut. Noch. Gut. Erst noch du, gutes Nächtle. Schlaf gut, träume süß. Sie? Ja. Jetzt Bubu machen. Ja, schlaf gut, Michel. Na, sorry, dass ich bis zum Ende bei Wash kann. Hey, alles gut, gar kein Problem, Michel. Geh schlafen, du hast einen langen Tag gehabt. Na, du hast übrigens einen Puls von 0. Ich weiß. Perfekt. Der Puls gefällt mir am besten bei dir. Ich hab dich auch unfassbar lieb. Ja. Schlaf schön. Wir hören uns später. So, Dizzy Chat. Ich sag, und Remo Chat. Und ja, aber streamt ja nicht. Ich wünsche euch noch gute Nacht. Schlaf gut. Und macht nicht mehr so lange, ja? Wenn du Bock hast, kommst du noch auf den Korn vorbei. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Nacht. Jo, gute Nacht, Michel. Macht's gut. Tschüss. Danke. Klasse Typ, dieser Michel. Klasse Typ. Ja, nochmal zum Puls von DC. Das Rennen hat ihn einfach gebrochen. Mhm. Da ist innerlich einfach nur noch tot. DC ist innerlich tot.
bei uns allen ist. Nach 51 Minuten. Ja, ich darf mich nicht in meinen Stuhl zurücklehnen, weil sonst fallen mir wirklich die Augen zu. Das wär's noch. Aber das ist mir beim Bathurst LFM-Rennen passiert, da bin ich ein paar Mal ein bisschen weggenickt gegen Ende. Ich bin jetzt seit 10 Uhr bin ich ungefähr wach. Das Main-Problem ist eigentlich mehr, dass ich um 9 wieder aufstehen muss und danach noch einen vollen Tag mit Racing habe. Also eben morgen früh bei Racing Unleashed Rennen fahren bis 12, dann irgendwie bis 12:30 bin ich noch da, kurz Schnack mit den Leuten. Dann so Richtung 1 bin ich irgendwie wieder zu Hause und werde roundabout 1:30 live gehen mit allem möglichen NASCAR Stuff in iRacing. Und dann am Abend gegen 19 Uhr sind dann noch VMS GT4, also. Ja, aber noch viel vor. Bist du gut prepared, aber? Hey, ich hab noch 0 Runden trainiert. Ja, dann sind wir ungefähr gleich weit. Ja. Ich meine, das war auch schon nach dem 24-Stunden Bratwurstkrieg. Dann noch hier Paul Ricard. Kein einziges, das war das erste Mal mit dem GT4 so auf der Strecke. Ja, ich hätte es mir eigentlich schenken können. Aber durch irgendwie Strafen habe ich dann noch einen Punkt bekommen. Ich habe ja innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten habe ich mir eine DT eingefahren. Bin, du warst ja der Erste mit der DT. Ja. Ja, true. Da habe ich mir, wir hatten die DT gesehen und wir so, oh, er hat den ersten erwischt und dann ich auf einmal so, fährt das nicht, ist das nicht Ava? Mhm. Und ich, wer hat mir das bestätigt? Aber auf jeden Fall, ja. Tag. So. Ja. Kann ja auch nicht jeder so früh eine DT holen. Ja. Weil ich glaube, den Rekord hält immer noch Julian. Nicht Louis? Nee, ich glaube, Julian, der hatte, glaube ich, innerhalb von 2 Runden sich eine DT eingefangen. Ja, okay, gut, das ist kaum schlagbar. Wobei man sagen muss, Louis Fly ist zumindest consistent, was sowas angeht. Stimmt. Yo, Lars unterwegs angehen für dein Follow und herzlich willkommen in der nächsten Familie. Heute um 2.45 Uhr bei noch 48 Minuten zu gehen in einem 12-Stunden-Rennen, wo man sich gedacht hat, warum auch nicht erst um 3 Uhr Nachmittag starten mit dem 12-Uhr-Rennen, damit man auch so erst gegen 3 Uhr zu Ende ist und dann natürlich auch mit einem Serverausfall sogar in Richtung 3.45 Uhr geht. Ja. Statt zu sagen, wir fahren dann nur noch 8 Stunden, dann sind wir zwar ein bisschen unter 12 Stunden, aber egal. Nee, wir hauen da eine 9 Stunden drauf. Ja. Und dann nehmen wir auch in Kauf, dass von 38 aktuell nur noch 26 ins Ziel kommen. It is how it is, ne? Ich find's weiterhin irgendwie einfach weird, dass man ein 12-Stunden-Rennen um 3 Uhr nachmittags startet. Ja. Das ist eigentlich mit das geilste 12-Stunden-Rennen, von 12 bis 12. Easy. Da wäre selbst, wenn jetzt das hier von 12 bis 12 gestartet wäre und sie hätten halt beim Restart wie heute auch die 9 Stunden direkt wieder genommen, so who fucking cares? Dann haben wir halt bis 12:45. Das kriegen alle noch irgendwie gemanagt. Aber ja. Eben gerade für Leute wie zum Beispiel Michel, der heute halt schon früh morgens wieder arbeiten musste, ist halt Trash. Für Leute, die morgen noch Sachen vorhaben, ist halt Trash. Also ich denke mal, die wenigsten haben so wirklich Zeit und die juckt es dann auch nicht, wenn sie halt morgen etwas länger schlafen. Oder halt heute etwas später aufstehen konnten. Niklas, leider momentan ohne Chance zum auf P1 zu kommen. Was finden eigentlich aktuell das Rennen? Ballmann, Fly, Arndtke. Achso, ja, die sind auch schon. Ja, aber die Veranstalter sind in der Zeitzone eine Stunde vor uns. Das heißt, die sind um 2 Uhr gestartet.
Das heißt, das Rennen dauert auch bei denen bis 2 Uhr nachts und mit der Verlängerung jetzt halt bis 3:15. Also. Jo. Selbst wenn die gesagt hätten, okay, wir machen nach British UK Time 12 bis 12, dann wäre es für uns von 1 bis 1 gewesen. Das sind immer noch 2 Stunden früher. Einfach mal im Halbschlaf meine schnellste Rennrunde gefahren. Pack W. Nee, warte, da war was irgendwie nicht, die sie loben, da war was. Yo, ich war nämlich auch kurz davor, aber dann ist mir nochmal in den Kopf gesprungen. Mhm. Du, müssen wir unterbinden. Ja. Also wieder so, einfach so, boah, war okay, Dizzy. Ja, wir dürfen einfach, glaub, nichts sagen. So, das ist das Beste, was wir machen können. Ja, die 54er war mir einfach heute nicht gegönnt. Ja, du. Ist so schlimm. Ja, Kosteva verstehe ich, ja. Also, ich werde mir auch zukünftig schwerst überlegen, ob ich bei dem Veranstalter ein Rennen antrete. Und ich würde mir auf jeden Fall vorher ganz genau alles unter die Lupe nehmen an Informationen zu der Veranstaltung selber. Wenn nur irgendetwas ein bisschen sass rüberkommt, nicht dabei. Weil es ist im Endeffekt eigentlich so abgelaufen, Dizzy hat gefragt, so, yo, wer hat Bock? 12 Stunden Nürburgring, ERC. Und wir drei waren alle so, jo, sind dabei. Und irgendwann, glaube ich, diese Woche erst meine schnellste halt Rennrunde. Meine. Los. Also, ja. Da war mal alles so, ist aber doof. Punkt Queen ist aber auch noch ein schönes Programm. Ja, dies ist auch schon durch. Nope, Kosti. Aber ich denke mal, dieses Jahr bin ich generell VLN nicht mehr am Start. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte VLN-Rennen stattfindet. Weil Oktober ist bei mir halt. Mit Glück habe ich Wochenende wegen dem Militär und da will ich halt das Wochenende nutzen, um zu streamen. Ja, Balakow, ich bin gebürtiger Schweizer. Am 18.04.99 geboren in Zürich bzw. im Spital Uster. Meine Eltern sind auch Schweizer. Das ist die einzige Person, die sich hier in unseren Stammbaum aus dem, in Anführungszeichen, Ausland reingehuscht hat, ist meine Grandma, die kommt aus Dänemark. Die wurde frisch importiert von meinem Großvater damals. Blue Arrow Chevy ist generell in der NSK aktuell sehr beliebt. Weiß nicht, ob... Da wird irgendwas im Hintergrund, wird bei Chevy ganz geil sein. Ich liebe Muscle Memory. What the fuck? Oder Support in Setup. Irgendwas wird da. Im Kopf schlafe ich schon, mein Körper fährt von alleine. Eigentlich ist Dizzy gerade in der Zone drin, wenn das so funktioniert. Mhm. Schon alles unautomatisch passiert. Er ist gerade im Autopilotenmodus, wie wir vorhin gesagt haben. Aber in einem ziemlich schnellen Autopilotenmodus. Mit Gummi. Der ist gerade in der Zone drin. Ja, True Vexus. Diese könnten ein guter Verkäufer werden, ein geiles Produkt nennen, aber keine Zusatzinfos. Dass man erst im Nachgang ist, man schlauer. Er hat hier nochmal PB mit einer 54,6. Nice. Oh, RIP. RIP Traders. Von wem war eigentlich das 12er veranstaltet, Bathurst, dieses Wochenende? Ich hab's mir abgewöhnt, einen schweizerdeutschen Dialekt zu haben, währenddem ich Deutsch spreche.
weil ich hasse das, wenn ich einen Schweizer höre, hier versucht Deutsch zu sprechen und du einfach aus seinem Wortschatz oder generell, wie er halt spricht, raushörst, dass er Schweizer ist. Da fängt es halt bei vielen Wörtern an. Und ja, ich habe es mir auch zu Nutzen gemacht, dass ich seit ich 14 bin, also rund 8 Jahre mit viel, also hauptsächlich nur deutschen Menschen zocke. Da kriegt man das so Step by Step rausfiltert. Ne, meistens vor allem viele Wörter, die eher das Problem darstellen. Sei es die Treppe, bei uns in der Schweiz heißt es halt starke. Und es gibt haufenweise andere Beispiele. Choki. Choki, ja. Und ich muss sagen, noch das rote, das riesige Stückchen Choki wäre schon uhuere geil. Weil ich würde halt wirklich fühlen jetzt gleich noch ein Stück Schokolade, aber ich glaube, wir haben keine zu Hause. Jens, ich hätte zu Hause. Ja? Ich hätte noch 300 Gramm Tafel Schokolade. Oh nein, lass mich nicht alleine. Welcher Hersteller? Milka. Oh. War ein Angebot. Er tut mir mein Herz weh. Ich weiß. War halt im Angebot. Ja, alles gut. Milka kann schon lecker sein, aber Premium-Qualität ist halt schon noch was anderes. Ja, da habe ich noch so eine 10-Euro-Tüte. Jo, Eisenherz, danke dir für dein Follow und herzlich willkommen, Digi. Lisa, Familie. Hat ein Arbeitskollege mitgebracht von so einer Schoko-Manufaktur. Nice. Da muss ich mich noch durchprobieren. Das ist so, da ist so alles Mögliche drin. Schokolade mit Chili oder so ein Kram und auch anderen Kram. Mhm. Was ich auch fühle, und zwar bei uns als Beispiel der Lederach, ist auch eine Schokomanufaktur. Und es gibt da halt, je nachdem, wenn du in den Fabrikladen gehst, kannst du da tütenweise Bruchschokolade kaufen. Also Schokolade, die halt bei der Produktion zerbrochen ist oder nicht so ganz schön geformt ist, so, die können sie halt nicht in ihrer Verpackung verkaufen. Also packen die einfach in Säcke, so in einen Kilosack und verkaufen halt günstiger. Ja, geil. Weil mir ist halt scheißegal, ob die Tafel Schokolade gut aussieht oder nicht. Mir kommt es auf den Geschmack an. Richtig. Ja, Pumpkin. Nicht ganz. Ja, Lindschokolade ist auch nicht. Ja, tut das schon. Boah, danke, Chat, dass ihr heute noch da seid, ey. Ich kenne auch ein paar Leute. Heute ist das echt wichtiger denn je. Gar nicht so, weil Lind ist sehr cremig auf der Zunge. Es gibt viele Leute, die mögen das gar nicht. Es gibt viele, die mögen lieber halt diese in Anführungszeichen billigere hergestellte Schokolade. Die halt meistens aus irgendeinem Pulver, ein bisschen Milch und dann hast du eine Schokolade zusammen. Also jetzt nicht so krass mit einem großen Herstellungsprozess mit den Schokoladenbohnen. Wie wiggle you drive? Mit den Kakaobohnen. Alrighty! Im Endeffekt soll jeder essen das, was er am besten findet. Also ihm am meisten schmeckt. Ja doch, ich habe schon Schokolade zu Hause, aber die Schokolade, die ich jetzt noch zu Hause habe, sollte ich jetzt nicht mehr essen, weil die ja Koffein drin ist, nämlich Schweizer Mehlschokolade. Damit du wach bleiben tust. Und ich will ja eigentlich nach dem Pen gehen. Das ist diese berühmte Panzerschokolade? ja. Ist es. Mein Bruder ist halt Koch in der Armee und der hat halt am Ende der Rekrutenschule hat er halt ein paar Kisten mitgebracht. Da hat er auch mir ein paar da gemacht. Oh. Oh. Für irgendwas hat man ja einen Bruder. Ja. Direkter Zulieferer. Du, Niklas Ahnke dachte bis vor kurzem, dass Lind eine deutsche Marke ist. Das ist ganz wichtig. Boah, das wäre so, als würde ein Schweizer denken, so, ja, nee, BMW ist eine Schweizer Marke. Die Zewige, die Zewige. Ja. Marzipan bin ich persönlich nicht so Fan von. Was ich auch liebe, ist dänisches Nougat. Oh. Das ist ganz gut. Wie stehst du zu Lakritz? Nicht meins. Okay, das ist wieder dieses Nord-Süd-Gefälle. Also meine Mom und meine Grandma, also meine Mom ist ja halb Dänin und meine Grandma ist Dänin, die lieben Lakritze.
Ja, es gab mal eine Studie, dass halt je weiter nördlich man wohnt oder lebt, wovon die Menschen herkommen, umso mehr mögen sie Lakritz. Das ist so weiter im Süden nicht so der Fall. Hat das vielleicht auch ein bisschen generell mit dem Aufwachsen zu tun, dass da halt einfach als Kind das eher auch eine relevante Option ist? Keine Ahnung. Geschmäcker verändern sich ja über die Laufzeit. Also ich habe auch Dinge inzwischen gern, die ich früher nicht mochte. Aber ja, gut, glaube ich. Ich meine, jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann greife ich erstmal so in diese kleine Schachtel mit diesen Salmiak-Pastillen und gönn ich mir erstmal. Ah, nee, Lakritz ist nicht so meins. Also generell bei Süßem, ich mag Süßes, aber Big Favorite ist bei mir einfach Schokolade. Also wenn ich mich für eine Sorte Süße entscheiden müsste, Schokolade. Und zwar Milchschokolade. Ich bin kein Fan von Zartbitter. Generell, ich bin nicht so Fan von Bitter, weil ich habe irgendwie... Bin ich ganz bei dir. Ich weiß nicht warum, aber es heißt ja eigentlich auch im Alter verliert man ja grundsätzlich Knospen auf der Zunge. Also man schmeckt gewisse sagt man, die Enzyme oder einfach generell die Geschmacksstoffe nicht mehr so stark. Aber Bitter ist bei mir ganz stark ausgeprägt. Also wie gesagt, selbst Kaffee ist für mich noch so bitter teilweise. Es kann ein ganz normaler Latte Macchiato sein, wo richtig viel Milch und so ein Scheiß drin ist. Der schmeckt für mich bitter, deswegen trinke ich keinen Kaffee. Hasse Bitter. Fühl ich nicht. Ja, bin ich ganz, ganz voll bei dir. Try das ist gelogen. Marzipan, es gibt genug Leute, die mögen Marzipan. Also zum Beispiel auch meine Mom, die liebt Marzipan. Ja, hier. Oh. Schön Lübecker, Niederegger, Marzipan. Ja, nee, selbst Tonic zum Gin, es ist. Nee, fühl ich nicht. Ich nicht. Ich mag dieses Bittere einfach überhaupt nicht. Ja, Punkuin. Für mich bin ich jetzt nicht alt, aber ne. 22 Jahre sind halt 22. Oh ja, liegen ja genau 10 Jahre zwischen uns. Du bist 89er Jahrgang? Jupp. Deswegen die 89. Ach so! Lol, macht. Ja, okay, macht Sinn. Macht Sinn. I see, I see. Ja, krass. Und wann 89? Oder August. August? Nice. Hast du die 90er wenigstens im Gegensatz zu mir noch richtig erlebt? Ja, im Grundschulalter, ne? Aber so, du, so hattest, die... du hast auf jeden Fall bewusst richtiges Bewusstsein gehabt. Und bewusst auch die ganze Tamagotchi-Zeit, Pokémon, wo es angefangen hat, weil da hat es nämlich erst angefangen mit. Und halt auch mit dem Gameboy und all drum und dran. Also die Zeit habe ich komplett voll mitgemacht. Ja, weil als das angefangen hat, da habe ich gerade noch in den Windeln geschissen. Ich war dann erst so Second Generation Pokémon. Und tatsächlich, ich glaube, das war 97. Die Erinnerungen sind dazu aber auch schon extrem verblasst. Eine zugefrorene Ostsee, wo man drauf gelaufen ist. Aber ich möchte mich auch noch erinnern, als ich ganz klein war, diverse zugefrorene Seen in der Umgebung. Das war schon relativ normal. Auch gerade zu Weihnachten noch Schnee. Jetzt gar nicht mehr. Das war so Anfang 2002, 3, 4. Weiße Weihnachten wären echt geil. Ja, also, aber mit einer der besten Jahrgänge hat, glaube ich, mein Dad. Er hat 69. Car on the right. Mann mit Geschmack. Meine Mom ist auch 70. Ja, 99 kam mit einer der besten Nissans jemals. R34 oder war der noch älter? R34 kam 99. Mein Lieblings Skyline kam 92.
Okay, das müsste ich dann raten. Vielleicht eher 32, aber... Verdammt, ich bin gut in Raten. Bei der R33 war, glaube ich, 95, irgendwie so. Also die Skylines, die, also die GTR Skylines. Ich glaube, die normalen Skylines waren etwas früher draus. Es geht eigentlich, so jung sind meine Eltern gar nicht. Also mein Dad ist jetzt 52, meine Mom 51. Ich bin 22, also als ich auf die Welt kam, war meine Mom noch 28, wohl kurz darauf 29. Mein Dad war 30, also eigentlich relativ normal, weder alt noch jung. Und oh. Krass. Deine Eltern, oha. Das heißt, in dem Fall war dein Dad, wenn er jetzt 66 ist, du 98er, dann bist du 23. War aber 43, als du zur Welt kamst. Krass. Oh nee, nicht schon wieder der Spammer. Oh Gott. Ja, Haus 00312, Underline Saw Plug. Picken Sie sich ins Knie und suchen Sie sich ein Hobby. Kannst du ja den Bannhammer schwingen. Ja, bringt ja nichts. Das ist jedes Mal ein anderer Account. Oh. Also, was random generated ist. Also, vor allem das Ding ist, es ist ja nie, im Endeffekt nicht mal ein Follow. Also, wird zwar gefollowed, aber es ist instant wieder defollow. Hm. Keine Ahnung, da hat irgendein Typ einfach keine Hobbys. 98er Jahre. Deine Eltern jetzt. Yo, Olli Olli 90, danke dir für deinen Follow und herzlich willkommen bei der Nisa-Familie. Ja, es ist einfach nervig, wenn Leute einfach keine Hobbys haben und irgendwelche random Follows irgendwo verteilen. Yo, Gulaschkanone, danke dir für deinen Follow und herzlich willkommen in der Nisa-Familie. Joseba, guter Geschmack. 350Z ist auf jeden Fall bei mir auf Platz 2. Platz 1 ist bei mir ungeschlagen Nissan Skyline GTR 2. Aber 350Z, den will ich mir auf jeden Fall auch noch irgendwann holen. Das ist einfach so krass, was der Körper alles noch kann. Ah, geil. Yo, Tanzbär 84, danke dir für dein Follow und herzlich willkommen. Diese Familie und Dev Bensky, Obi-Wan. Wie das alles automatisch abläuft. Kuss. Auf den Nuss. JP macht 9,350? Ernsthaft? Oha. Ja, du bist mit 37 nicht der älteste Zuschauer. Bestimmt noch ältere. Ja, ja. Also bis vor kurzem war jetzt Harry bei mir noch da. Der ist, glaube ich, Jahrgang 66. Das wird sein, deswegen ist Dizzy so schnell, weil er eigentlich klinisch tot ist und eigentlich ein Zombie ist, weil kein Puls mehr. Er fühlt einfach auch nichts mehr. Ja. Ist einfach nur noch Autopilot. Fahren, fahren, fahren. Ja, Zombies haben ja auch nur ein Goal. Essen, essen, essen. Ergibt Sinn. Ja, guck, bei mir hat sich gerade ein 75er geoutet. 70er haben wir auch mit Balakov. Eben. Also die Fraktion im fortgeschrittenen Alter ist auch stark. Sind nicht alle so jung. Was? Ich muss unbedingt wieder JP gucken. Ich habe den so in letzter Zeit nicht geguckt. Jo, Pullpanda, danke dir für deine Follow. Herzlich willkommen. Liebe. Was hat er für eine Farbe? Was ich hardcore fühlen würde, wäre das Anniversary Yellow. Was die hatten damals auch in Gran Turismo 4 war da auch drin. Oh, was war denn das für ein Anniversary? 25 Jahre oder 30? Auf jeden Fall, die hatten ein richtig geiles
Richtig geiles Geld. Danke, The Ride. Ja, Baujahr 99. Das ist meins. Die letzte Generation im Jahre 1000. Ich glaube, die 99er waren noch ein guter Wurf. Aber wir sind ganz okay. Haben einen guten Abschluss gemacht. Okay, nice. Ja, Kurs Silber ist mehr oder weniger bekannt, wann die Videos losgehen um den 350Z, weil die will ich mir auf jeden Fall reinziehen. Also, das Ding ist, mit dem Skyline GTR 32, der ist halt gerade nicht so affordable. Also, kostet halt ein paar Tauis. 350Z ist da realistischer. Und du, Severin, nach 2000, das ist eher... OKS. Oder auch DCS. Ja, 90er waren mega. Die 7,5 Monate, beste meines Lebens. In die Windeln gekackt, die ganze Zeit rumgelegen und Photosynthese gemacht. Und alle fanden mich süß. Das war schön. 300ZX ist auch absolut geil. Also generell die ganze Fähle, die Reihe ist... Okay. Und der neue 400Z. Oh. Also wenn ich das Geld hätte, instant gekauft. Instant gekauft. Gerade weil die halt wirklich viele alte Elemente vom Ur-Fairlady, also von 240Z, halt wieder zurückgeholt haben und einfach modernisiert haben. Ist was. XY 500S. Oh. Da kann man so viel rausholen. Aber man muss ja auch nicht mehr was rausholen. 400 PS sind halt immer noch 400 PS. Das ist halt einfach sick. Das war aber auch cool. Der ist ja jetzt dann auch, glaub, Turbo, also hat ein Turbo. Weil das war jetzt so das Main-Problem vom 350Z und vom 370Z. Die hatten ja riesen Motoren, also obviously 350Z 3,5 Liter und 370Z 3,7 Liter. Das waren halt Saugermotoren. Und Drehmoment, ja. Topspeed, naja. Jetzt mit Turbo ist schon... Nice. Jo, werde ich mir dann auf jeden Fall gleich reinziehen. Right guys, just fair warning, there'll be a virtual safety car soon. Ich hätte das mitgekriegt, oder? Ja, Easy kriegt das mit. Nach 2000 gleich Fortnite-Spieler. Weiter, gut zusammengefasst. Ja, true, Bensky. Effizient genutzt. Ja, Koseva, über Umwege vielleicht schon. Sonst... Right, virtual safety car in 5, 4, muss ja niemand wissen, dass es die hier liegt, oder? 2, 1, pit limit, please, everyone. Also das war jetzt für uns perfekt, weil es mitten in der Kurve reingebremst ist. True. Das war ja wirklich... mehr als perfekt. Ja. So richtig schön smooth. 69er Mustang Mach 1 ist nett. Kann man machen. Sauger größer gleich Turbo. Kommt auf den Motor drauf. Wenn du jetzt so ein V10 hast, bin ich bei dir. Aber so ein V6-Sauger, weiß ich nicht. Reihe 6 Turbo right, ist schon geil. Oder V6 Turbo. 4, 3, 2, 1, go. Everyone. Yeah, true trailers. Wir hatten. Ich war ja am Freitag mit der Firma, waren wir ja am Firmaausflug und da hat man eine Klasse angetroffen, 5 Klässler. Die sind 2010 geboren. Da war Europameisterschaft in Österreich und Schweiz.
Und den habe ich voll mitgekriegt. Das war. Ah nee, lol, 2010 war. Na, Lül, 2010 war WM Südafrika. Mit einer geilsten WM ever, mit den Vuvuzelas. Und die sind einfach erst geboren. Glaube ich, Bunku. Fängt bei mir so langsam auch an. Die auch Reifen erst mal ist kalt. Jo. Na gut, VSC bei 9 Grad ist halt dein Tod. Mhm. Oh, mir tut der Lambo gerade leid, weil der Lambo, der war ja vorhin richtig am Sack, als VSC kam. Ja. Bei dem ging ja gar nichts mehr. Maxi, Virtual Safety Car war gerade wegen einem Disconnect wahrscheinlich. Ich denke mal, da ist irgendein Team hatte einen Disconnect und für den Rejoin. Weil die haben die Full Custom Skins, wenn du einen verwendest, für alle freigegeben. Und wenn du halt mit einem Full Custom Skin joinst und andere den haben, dann haben die einen Lag. Und die Lags sind meistens relativ, ja, störend, also gerade so, wenn es anderthalb Sekunden einfach mal gar nichts geht, um halt Unfälle zu verhindern. Weil wenn du halt im Pit-Limiter um die Strecke fährst und es dann mal gut lagst, dann passt. Chevy Bel Air ist auch ein Chip. Generell, Chevy hat viele schöne Autos. Yes. 2008, 2010, das war wirklich so eine Zeit, da habe ich auch langsam, da hatte ich glaube mein erstes Handy dann irgendwann bekommen, glaube 2009 war das. Da waren wir voll im Saft. Ja, bin jetzt schon die 50 Leute. Vor allem, da ich ja noch relativ jung bin, kann ich mich auch noch mehr oder weniger gut zurückerinnern, als ich noch in der zweiten Klasse war, waren für mich 5 Klasse ja fucking erwachsene Männer und Frauen, die wahrscheinlich einfach so ein eigenes Leben haben mit Kinder und Haus, einem Job. Und jetzt heute gucke ich mir 5 Klasse an und denke mir, auch süß. Ein süßer Klein. Ja, Trader ist auch, wir werden langsam alt. Wobei man sagen muss, wir haben noch 10 Jahre, bis wir so alt sind wie Ava, und Ava ist dann bereits 42. Beste Zahl überhaupt. Die beste Zahl ist 32. Dein Alter ist gerade Bombe. Ja, würde ich jetzt auch gerne bleiben. Ich habe eigentlich schon so die Notbremse gezogen, aber es funktioniert nicht. Ich muss sagen, ich will gerne 25 werden und auch bleiben. Weil 25 ist so ein Alter, was du brauchst, um weltweit überall nicht krass irgendwie verhindert, behindert oder benachteiligt zu werden. Ja. Ja, das aber das Ding ist, wenn du einmal 25 bist, kriegst du mit, dass du dann auf einmal viel näher an der 30 bist, als wie an der 20. Ja, true, stimmt eigentlich. Wobei ich, gerade als Jugendlicher hat man immer so das Gefühl, ja, 20er, beste Zeit. Sobald man 30 ist, wird man alt. Aber ich höre von so vielen, dass ihre 30er einfach noch so viel geiler waren. Weil du halt über die ganzen 20er dich trotzdem irgendwie immer wieder selber finden, neu erfinden, was auch immer. Du machst so viele Sachen und du bist dir immer noch nicht sicher, ob das du wirklich bist. Und so mit 30 hast du eigentlich wirklich so deine Goals und gehst dein Leben. Ja, kommt auch immer auf deinen Werdegang ein, wenn du zum Beispiel studierst und bis zur Ewigkeit machst du noch deinen Doktor und hast du nicht gesehen. Und dann fängst du vielleicht in deinen 30ern auch erst dein eigenes Geld zu verdienen. Je nachdem. Da kann ich das gut nachvollziehen. Patrick ist dann schon 41. Jo. Patrick, da hast du bereits 2 Kinder. Vielleicht 4. Die sind dann auch schon schulreif. Glaube ich, Kurseba. Ah, ich habe noch 8 Jahre, bis es soweit ist. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Bartwuchs, aber es hält sich in Grenzen. Also bei uns in der Familie ist es grundsätzlich so, wir haben Bart. Also mein Dad hat auch einen Vollbart. Aber es ist erst ab dem Zeitpunkt, wo du so langsam 30 wirst, weil die Haare auf dem Kopf wandern ins Gesicht. Also mein Dad hat auch erst ganz spät wirklich Bart und
zu dem Zeitpunkt, wo dann das Barthaar so richtig gewachsen ist, auch überall im Gesicht, fielen sie oben aus. Kann ich auch froh sein, dass bei mir nur die Geheimratsecken größer werden. Ja, ich werd auf jeden Fall einen Landeplatz eines Tages haben auf meinem Kopf. Aber irgendwie habe ich freue mich eigentlich auch auf den Moment, wenn ich eines Tages eine Glatze habe. Also es stört mich jetzt nicht so, weil aktuell enjoy ich meine Haare noch. Ich habe jetzt seit 4 Jahren lange Haare. Beziehungsweise halt oben lang, Seite kurz. Aber irgendwann, es ist ja auch sau entspannt, wenn du eine Glatze hast. Bisschen Duschgel drüber, kurz und sauber ist. Nichts mit Haare waschen, je nachdem föhnen oder noch irgendwie stylen. Einfach kurz polieren. Oh, try das jetzt schon? Au, oh, das ist bitter. Das ist bitter, ja. Ja, Glatze voll war das voll okay. Bisschen schade finde ich es immer und mir tun auch Männer halt leid, die eine Glatze haben, aber kein Bart. Obwohl sie vielleicht gerne Bart hätten, weil das sieht je nachdem halt so ein bisschen nackt aus. Finde ich zum. Ja, stimmt, es gibt auch Menschen, die extrem früh schon der Jahre rausfallen. Ich hatte auch jemanden in der Berufsschule damals, der war 28 und da waren die ganzen Haare schon weg auf dem Kopf. Oh, das ist crazy. Das sind echt fiese Erbanlagen, die man da vererbt hat. Hm. Ist nicht so geil. Du findest Nils Kommentar so geil, als er mich in der Ihr habt die Doku miteinander geguckt? Please mal Link reinschicken. Ich finde es ja keine sad, dass sie meinen Postenkollegen, den lieben Nils Pohl, nicht mit reingenommen haben in die Doku. Wie ist den kleinen Süßen? Hm. Mein Dad hatte auch früher lange Haare. Ja, jetzt sind sie halt weg. Maxi Felix hat eine geile Idee. Sommerglatze, kannst du Eier drauf braten. Easy. Remo, noch 13 Minuten. Plus eine Runde. Nice. Schade, ist das jetzt schon graue Haare? 23? Oh. Ist bitter. Hast du viel Stress? Ja, das wird's erklären. Ja, das geht dann sehr schnell Richtung George Clooney. Hat vielleicht auch seine Vorteile. Ja gut, stimmt eigentlich. George Clooney ist nicht unattraktiv. Also selbst ich als heterosexueller Mann muss sagen, George Clooney ist nett. Optisch. Wäre ich schwul, würde ich instant sagen, lass mal eine Ruhe, ja, doch. Definitiv. Er sagt ja auch, Männer werden nicht alt, sie reifen. Wie ein guter Wein. Ja, okay, das ist okay. Ich finde es halt immer irgendwie so sad, wenn man halt so nichts zum Kontern hat, wenn man eine Glatze hat. Also klar, es gibt auch Männer, wie zum Beispiel Johnny Sins, dem steht komplett, obwohl, ich denke, der hat einen Bart. 3-Tage-Bart. Gut, sorry. Zurück, Bruder, meine. Ja, wenn es dann halt irgendwie so komplett nackig ist, tun mir die Jungs meistens leid. Ein bisschen dann wie One Punch Man, der ist auch so nackt gelutscht an seinem Kopf. Ja gut, stimmt, weil das. Wobei ich sagen muss, ich bin kein Cappy-Typ. Ich weiß nicht warum, ich finde Cappys sehen bei mir absolut beschissen aus. Ich kann's beweisen. Auch so ein Hut. Stylischen Hut. Müsste ich ausprobieren, so ein Zylinder.
So der Mann mit dem Zylinder. Ach, vielleicht sowas, so ein australischer Hut. Oder so ein Ritterhelm. Das wäre witzig. Das ist auch gut, ich sehe Remo mit einer Melone. Jo! Eine schöne klassische Melone. Würde ich aber irgendwie auch fühlen, ja. Ich bin ja für so einen Mafiosi-Hut. So. Ja, true. Das Einzige, was ich finde, was mir steht an Kopfbedeckung, ist aktuell unbereitet. Warte mal, ich kurz. Platz 5 ist. Oh, scheiße, jetzt ist es weg. 40 Sekunden waren das? 50 Sekunden? Verdammt. Schon wieder verschwunden. Lass mal gucken. Also, wir haben hier einerseits von BMW Motorsport eine normale Kappe. Also, Platz 5 fährt hier gerade Richtung Warscheiner Kurve. Da runter die 819 ist das. Fühle ich gar nicht. Weiß nicht wieso, ich fühle halt diese. Nee, die Kappe ist cool, ich würde sie so gern tragen, aber nee, ich fühle sie einfach nicht. Weiß nicht. Die 819 ist eine halbe Runde vor uns. Also Platz 5. Oh Gott, das finde ich ganz schlimm. Das ist so richtig. Nee. Die ganz flachen, na. Null. Passt null zu mir. Obwohl die Cap eigentlich richtig geil ist, weil die ist vom. Die Marshalls kriegen jedes Jahr für 24er kriegen so eine eigene Cap. Und es gibt auch einige, die laufen damit herum und das sieht halt richtig. Das passt einfach. Aber bei mir, nee. Selbst wenn ich sie jetzt umkehre, einfach nicht, nein. Einfach no. Will ich nicht. Ist gerade schade, ich habe mein Barrett unten im Keller. Sonst hätte ich noch das kurz nach vorne geholt. Ich käme sicher aus wie 12. Oben geht echt klar? Okay. Ja. Fühle ich noch nicht so. Vielleicht ändert sich das. Aber gerade geht gar nicht. Ja, die Dekra-Cap ist wirklich geil. Ich habe noch irgendwo die 21er rumfliegen. Aber die ist jetzt vom 2020. Marshall 2020. Fuck you, Bunkuin. Ein Radiogesicht. Wobei ich sagen muss, würde ich sogar fühlen, weil im Radio theoretisch kannst du aussehen wie die Scheiße. Also am Morgen überhaupt nicht geduscht, gar nichts gemacht und es juckt niemanden, weil man hört nur deine Stimme. Aber dann müsste ich studieren gehen, irgendwie Journalismus und so, gar kein. Bin definitiv kein Mensch, der studiert. Ja. Brauch Praxis. Okay, gut. Ich muss wirklich sagen, die BMW Motorsport Kappe, die habe ich auch bekommen am 2020 24er, weil der Rowe BMW gewonnen und da waren so zwei, drei kleine Goodies von BMW bekommen und fühlen tue ich sie auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich sie öfters trage, vielleicht merke ich irgendwann selber, dass ich es gut finde.
Danke, Pokui. Man muss aber auch dazu sagen, da ist auch noch ein bisschen mitverantwortlich mein Sound-Setup. Gutes Mikrofon, guter Kompressor, gutes Mischpult. Macht schon einiges auf. Ich habe nicht viel verändert gerade, aber du kannst den Kompressor auch komplett umstellen, als wäre ich im Radio. Aber... Märchenerzähler. Dann aber nur so dreckige Märchen. So zweideutige Märchen. Schuld, dass man für Radiosprecher kein Studium braucht? Meinte schon. Ich meine, also die meisten, so wie ich es eigentlich immer mitbekommen habe, hatten die immer Journalismus studiert. Die sind dann zum Radio. Nein, Triders, die wird bestimmt nicht von Herrn Überhaus signiert. Die Kappe wird höchstens von einem erfolgreichen BMW-Fahrer. Ron? Jo, Taikonaut, danke dir für deinen Follow und Herzkunde, Digga. So, wie geht's? Ja, okay, hat er. Viele Quereinsteiger. Müsste ich mich mal informieren. Ich hatte schon immer irgendwie Bock auf Radio. Also ich habe früher sau viel sehr gerne Radio. Das ist true. Also Maxiflex, Unterricht, zweideutig denken mit den Kumpels und wenn man sich dann immer anguckt, das ist das Beste. Was ich halt auch übelst fühlen würde, wäre Synchronsprechen. Aber ich habe teilweise das Gefühl, wenn ich meine eigene Stimme höre, dass sie ein bisschen zu nasal klingt. Ich habe auch generell, das müsste ich mal auch abchecken lassen, ob vielleicht die Nasenscheidewand ein bisschen zu eng ist, also dass zu wenig Luft durchkommt. Weil ich so oft relativ... Es kommt wenig Luft durch. Es kann aber auch daran liegen, dass ich grundlegend auf vieles allergisch bin. Deswegen einfach meine Nase mal zu. Kommt Sir Foch aus dir durch? Ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber nee. So leicht nasal klingt schon. Aber was ich auch gemerkt habe, ich arbeite immer noch daran, aber früher hatte ich eine saumonotone Stimme. Ich habe wirklich in einer Tonlage durchgeredet. Das muss ich auch. Ich weiß nicht, ob es schon besser geworden ist, weil man hört es selber nicht immer so. Also mir ist das auch früher wirklich gar nie aufgefallen, dass ich eine monotone Stimme hatte. Ah, okay. Ja, müsste ich mich mal informieren. James Remo Bond. Ich bin, glaube ich, kein guter James Bond. Ja. Aber Synchronsprecher würde ich schon Harkov. Entspurt. Ja, Sir Foch ist einfach eine Legende, weil ich kenne ihn noch von WoT her. Ich habe früher sehr, sehr viel World of Tanks gespielt. Da ist er. Dankeschön, Bommel. Als mir ein bekannter Name. Das ist nice, ja. Fühle ich. Und Green. Nice, ja. Ich versuche im Moment, also ich bin ja momentan jetzt am Kommentieren in der Form des GT3 Series Split 2 mit Marius. Und vielleicht werde ich ja eines Tages auch, keine Ahnung, Formel 1 Kommentator. Das ist das Rode NTA 1A. Ja. So sieht das Ganze.
Gott. Wir haben es gleich geschafft. Car on the right. Clear on the right. There's the damage of the car in front, so sector 3. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schumidu. Was ist denn der Führende gerade? Wegen einer Kurve. Es könnte sein, dass das jetzt die letzte Runde ist. Obwohl, es könnte knapp werden. Oh. Ja, oh, das wird sehr knapp. Ah, gibt's noch eine Runde? Nee, ich glaube, das wird die letzte Runde sein. Es ist die letzte Runde. Ja. Der GZ an die Jungs im Porsche. Jo. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die gewinnen. Mhm. Aber jetzt zurück auf Dizzy. Da bringen wir P6 nach Hause. Nee, das war ich hier. Das war ich. Posten 74 im Hatzmann. Es wäre schon mal Zeit, dass unser Schweizer Formel 1 Kommentator ersetzt wird, weil er ist halt wack. Was ich in der Schweiz liebe, kommentatorenmäßig, sind halt Fußball, aber Formel 1 ist... Let's go, DC! Es ist geschafft! Wir sind durch! Sehr schön, DC. Wir haben es geschafft. Gut nach Hause gefahren. Jetzt darf man dich auch wieder loben. Achtung, ist ein Porsche abgeflogen? Ja. DC müde? Ich bin nur nach Autopilot gefahren. Hast du gut gemacht. Gute Pace. Das hat mein Körper alleine gemacht, ohne mein Beisein. Ja, du warst in der Zone drin. Oh Gott, ich war ganz woanders drin, Junge. Gedanklich habe ich mir das Arschloch vergoldet, bevor ich schlafen gehe. Schön. Well, thanks for racing, everyone. It's been, apart from the server shitting itself, it's been really good. So, thank you, everyone. I hope everyone's enjoyed it. So, yeah, thank you. Yes, we did, but we hate Michel because he picked the fucking Audi with a fucking setup. Thank you. Einfach auf Team. Ja, come on. Michel hat das Scheißding gepickt, Alter, und hat dann auch noch so ein Gurken-Setup also. Ja. Ja. Egal, es ist so eine Spaß, Alter. Warte noch ein schönes Rennen. Okay, I'll be uploading the results tomorrow. No, it's too late tonight now. Ich glaube, er möchte auch schlafen gehen. Ach so, es ist zu late. Ach, schwör. Hätte ich nicht gedacht. Wäre ich nicht drauf gekommen. Krass. Ist mir. Es ist etwas spät. Ja. Wow. Ja, auch geht's ja an meine Jungs, die am Anfang, glaube ich, ziemlich gebimst wurden und die sich jetzt sehr, sehr gut recovered haben. Also sie waren, glaube ich, mal auf P36 und sind jetzt auf 14 vorgefahren. Habt ihr gut gemacht. I'm proud of you. Ach ja, dieses Meme ist voll hin. Danke, Patrick. Oh. Ah, das war mein Fingernagel. Und das war richtig tief. Dankeschön, Audi. Oh, das war richtig tief. Hier. Aua. Ah.
Ah, nee, könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ja. Oh, der hat mir richtig reingerammelt in den Fingernagel. Oh, fuck my fucking fuck life. So kurz vorm Schlafen gehen, ich wollte schlafen gehen, Mann. Jetzt bist du wieder wach. Scheiße. Oh, der halbe Fingernagel rausgerissen. Hallo. BGF. Naja, sehen wir es mal positiv. Ich wollte immer wieder schneiden. Ach, was ein Rennen, ey. Das war das schwerste Rennen, was wir hier gefahren sind. Da war selbst 24 Stunden Regen, Kindergeburtstag. Ich würde sie eher so auf dem gleichen Level einsortieren in unterschiedlichen Kategorien. Weil das 12 hat sich halt überhaupt nicht wie ein 12er angefühlt, sondern deutlich länger. Fühlt sich an wie ein 48-Stunden-Rennen gefühlt. Es war schon lang. Ja. Chat, wir fahren nie wieder den Audi. Nie wieder werden wir dieses Auto in einem Endurance-Rennen bewegen. Sprint vielleicht, aber nicht Endurance. Alter, ne. Oh, ich werde jetzt so schön duschen gehen. Hast du dir verdient. Und dann mache ich mir so einen Trucker-Vlog an. mit Trucker-Babes oder nur mit normalen Trucker? Nee, nur so ein so ein Trucker und dann schlage ich Uwe. Der Uwe. Jo, mach die wieder raus. Klungung, 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 klungung. Wo jetzt da drüben? Alter 4. Jo, da ist vorbei. Oh, quit. Fühlt ihr das auch so sehr wie ich? Dieses Autogeräusch ist weg. Möchte ich mich. Aber wir hören uns gleich wieder. Oder nee, wie machen wir es? Ich höre hier gar nichts mehr. Das Einzige, was ich höre, ist, ich hänge die Kopfhörer an, Alter, und dann bin ich aber sowas von weg. Aber noch am Leben? Ich lebe noch, ja. Ich bin noch anwesend. Aber schreiben wir morgen wegen Tandem? Jo, schreiben wir. Okay, machen wir. Ey, Remo, du geile Sau. Dankeschön fürs Mitfahren heute. Jo, danke wieder für die Möglichkeit mitzufahren. Ja, ich hoffe, das machen wir bald wieder, Mensch. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, wir müssen jetzt halt gucken. Wie gesagt, ich bin jetzt die nächsten 3,5 Wochen halt im Militär und mit Glück darf ich am Wochenende nach Hause. Ja, okay. Kommt halt gerade wegen Corona und Wochenendwache halt darauf an, aber auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall immer wieder aktiv in Discord gucken, wenn da was ansteht. Ja, alles klar. Aber danke auch an dich fürs Mitfahren heute. Ja, danke auch. Das war ja, hat Freude gemacht, aber... Das war mal wieder eine großartige Leistung. Ja, auch wenn der Restart wild war. Ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, ein normales Rennen zu fahren und dahin zu kommen, wo wir eigentlich hingehören. Jo. Haut rein, Jungs, schlaft schön. Ja, schlaft auch gut. Gut.
Ich gehe jetzt schlafen. Chat, ich hab echt, tut mir leid, ich habe heute echt nicht viel zu sagen. Das war so unfassbar anstrengend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sorry, dass heute nicht so, ja, unfassbar krasse, hypey-hypey-Laune da war. Aber das war wirklich, ohne Scheiß, das war mega anstrengend, dieses Auto zu fahren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer sich dieser Eimer bewegt auf Pace. Also wirklich. Und dazu noch, dass wir 12-Stunden-Rennen bis um 4 Uhr morgens fahren, ist auch völlig absurd. Ich werde morgen streamen. Ich kann aber noch nicht genau sagen, wann. Weil ich glaube, ich gönne mir jetzt wirklich heute Nacht mal eine richtige Tüte Schlaf, weil ich bin wirklich komplett im Arsch. Also ich bin kaputter als von einem 24-Stunden-Rennen heute. Folgt mir auf meinen sozialen Medien. Dann wisst ihr Bescheid, wann es morgen losgeht. Dankeschön für den ganzen Support heute. Das war echt viel. Bis morgen. Mehr kriege ich leider nicht raus. Mehr kriege ich nicht raus. Ich habe wirklich nur noch Scheiß im Kopf. Dizzy out, Chat. Dizzy out. Keine Musik, gar nichts, kein Raid, kein. Nee, einfach aus. Dizzy out.